So, Leute, gleich wird Licht. Auch in der Fokus. Willst du noch kommen? Hier, perfekt. Es ist wirklich live. Abend. So Leute, jetzt bin ich live. Ich grüße euch. Ganz kurz vorab, ich musste noch was einstellen, weshalb das Ganze jetzt erst eine Minute nach 18 Uhr startet. Vorne bei der Demonstration, bei der Kundgebung, wir werden gleich hingehen, wird schon gesprochen. Das heißt, nur ganz kurz die Info vorab. Es ist wohl jetzt die Info umgegangen, dass der Kretschmer gegebenenfalls seine Ankunft auf die Heißbrückner Straße verlegt haben soll. Wir sind jetzt trotzdem hier am Start und wir gehen mal schnell zur Kundgebung, damit wir hier nichts verpassen. So, geht's jetzt, Leute. Ja, jetzt soll es gehen. 27 waren die Zuschauer. Ah, okay. Geil. Jetzt ist es schön laut. Also Leute, ich grüße euch. Erstmal, sorry, keine Ahnung. Hier die Straße hin dazu scheint ein übelstes Funkloch zu sein. Es sind schon einige Leute von uns da, einige auch Pressevertreter. Bernd Arnold aus Chemnitz, Michael auch aus Chemnitz, also Michael Witwer oder Micha aus Chemnitz, worin man ihn auch immer kennt. Und ja, es ist die Info gegangen, dass wohl der, wie nennt man das, Treffpunkt vergeben, wo der Orden vergeben werden soll, dass sich der Ort verlegt hat auf die Heißbrücker Straße. Leider ist das per Fuß jetzt nicht schnell zu erreichen. Hier ist auf jeden Fall noch nicht angekommen. Ne? Wir werden gleich wieder in die Straße reingehen und schauen, ob der Livestream jetzt erhält beim Stand bzw. bei der Kundgebung der Freien Sachsen. Ich muss aber auch sagen, ich bin erst nach Freiberg Rhein gefahren und in Brand-Erbesdorf waren bei der Wache, wenn ich richtig gesehen habe, 5 bis 6, 7 Sixpacks. Auch mit voll mit halt ja, Leuten, die dann, wie nennt man das, abfahrbereit standen. Und hier jetzt in der Straße sind bloß 2 kleinere Fahrzeuge vom, von der Wache Freiberg selber. Wenn ich richtig liege, halt eben von der Wache im Sinne von auch Polizisten hier aus Freiberg. Also nettere Leute als andere. Und genau, also ich weiß, ich bin mir jetzt unsicher, was nun ist und was nicht. Ich kann bloß hoffen, dass da jemand zur Heißbrücker Straße ist, denn es sieht halt wirklich nicht so aus, als ob der hier noch ankommen wird. Aber bevor ich hier noch weiter, ne, länger drüber rumrede, Herr Aber, Mr. Laber, Palaber, Rhabarber und so Kuchen, ne, Rhabarberkuchen, auch übelst geil, sagt er, wo er den gar nicht isst. wir gehen jetzt mal hier die Straße rein. Genau. Also ganz kurz für euch, hier müsste dann wahrscheinlich logischerweise, logischer Konsequenz nach, eher ankommen, sollten die Leute sich nicht denken, wir lassen uns mal hier in der Nase herumführen. Keine Ahnung, ich habe Heißbrücker Straße gehört und wenn hier nur 2 Fahrzeuge sind und das nur städtische Polizisten sind, dann werden wir geprankt. Ich jetzt schon schnell zu verlegen, aber ich habe Befürchtung. Ja, jetzt standen. Genau. Also keine Ahnung, was zu bedeuten hat oder wegen Bärstadtfest ist oder so. Okay, jetzt geht der Livestream wieder. Also Leute, ganz kurz. Jetzt könnte das schon gehen, oder? Okay, Leute, jetzt sollte der Livestream gehen. Ich muss wieder kurz warten. Ich erzähle gleich, was jetzt los ist. Leider ist es eben nicht rausgegangen. Mal wieder. Ist eben ziemlich
kurios. Jetzt, okay, also. Ja, hallo aus Freiburg. Erstmal hallo an alle. Folgendes. Wir befinden uns jetzt hier im Albertpark. Links neben uns auf der Kamera, im Autofokus anstellen, befindet sich der Schlossplatz. Ich muss bloß ganz kurz fokussieren. Und hier rechts von der Kamera befindet sich die Straße, wo es reingeht, wo der Kretschmer eigentlich ankommen soll und den sächsischen Verdienstorden verleihen soll. Das Ganze soll 19 Uhr stattfinden und der Veranstalter befindet sich jetzt in einer Zwickmühle, da der Veranstaltungsort der Ort der Übergabe soll wohl eventuell bei der Heißbrücker Straße sein, also sprich ein bisschen von hier weg, und ob er halt nochmal schnell die Demo ummeldet oder nicht, also den Standort. Und das ist jetzt der aktuelle Stand, weil ich weiß es eben nicht, ob ich sagen darf oder kann, woher das Gerücht kommt. Zumindest habe ich die Bestätigung nicht davon, das ist mein Problem eher, dass es zu 100% so ist. Und das ist jetzt die Frage, tun wir das Ganze umverlegen oder bleibt man hier? Vorhin waren wohl schon mal mehr Polizeiautos da, wie jetzt. Braves YouTube, grüß dich, Servus aus Wien, grüß dich, Glück auf aus Freiberg. Auch an alle anderen, ne? Ich will hier eben nur ganz kurz erklären, was jetzt Phase ist. Und ja, jedenfalls ist jetzt halt, wie schon gesagt, die Zwickmühle, in der sich der Veranstalter befindet. Da es halt sein kann, dass der Kretschmer nicht hierher kommen soll, um das hier zu verleihen. Witwer ist auch in Freiberg, genau, Leon, grüß dich. Der ist auch hier und er hat keine Sendeprobleme. Und zwar die Straße, ich tue noch mal ganz kurz umdrehen und den Fokus eben schnell umstellen. Genau, so, dort hinten. Ja. Wenn ich die Straße hier reingehe, wenn ich über der Straße bin und dann die Straße reingehe, wird er empfangen das Signal gegen Null. Ich drehe am falschen Rad. Deswegen habt ihr eben das Problem gehabt, oder ich das Problem gehabt, dass eben der Livestream nicht rausgekommen ist. Oder rausgegangen ist, besser gesagt. Und genau. Ich frage mich jetzt, was wir machen, weil die Straße scheint echt ein bisschen Signalstörer zu sein. Vielleicht auch, weil ich direkt neben dem Polizeiwagen stand, aber selbst davor bin ich ja schon ein bisschen woanders auf die Straße gelaufen. Ich sag mal so, wenn der 19 Uhr hier ankommt, entweder er kommt in die Straße, wo wir jetzt stehen, ja, oder er fährt eben dort bei der Straße, ein bisschen durch die Innenstadt, was aber halt nicht ganz so schlau ist, da auch Werkstattfest ist. Keine Ahnung, wann da überhaupt durchkommt. Der Ton ist versetzt, wirklich? Okay. Mist, da kann ich aber nichts dran ändern. Guten Abend, Herr Naber, Grüße aus Freiberg. Grüß dich, Regina. Es haben sich jetzt so, sage ich mal, 50 Leute oder ein paar mehr versammelt. Und ja. Das wäre natürlich auch eine Option, ne? Keine einzige, der sich für Kretschmer interessiert, bis auf die eigenen Leute. Bestes Internet der Welt. Ja, das Ding ist eigentlich, in Freiburg hat man ja teils 5G mit extrem krassen Leistungen, ne? Zumindest für die Kleinstadt halt. Upload ist in etwa überall gleich. Das Größte oder das Beste, was ich bislang gesehen habe, das war sogar in Freiburg, war 140 Mbit Upload und 270 Download. In Dresden hatte ich letztens mal über 680 Download, so in etwa. Aber Download braucht man halt eigentlich eh nicht. Ton ist nicht versetzt, okay? Danke. Ja. Ich meine, die Zwickmühle hat theoretisch gesehen der Veranstalter. Ob man jetzt das hier macht oder eben doch bei der Heißbrücker Straße. Ich habe jetzt bloß die Zwickmühle, dass halt eben, sobald ich in die Straße hintergehe, mein Signal sagt, ey yo, ich mach dich nicht mehr. Und ich glaube, wenn ich jetzt, das wird da auch nichts bringen. Habe ich jetzt gar nicht. Ich muss noch mal hier eben kurz was rumschauen. Noch einmal Zeit, bevor er ankommt, wenn alles gut geht. Ich meine, von hier würden wir den auch sehen, ne, das Auto, aber es ist ja nicht in der Straße und das sollte man eigentlich sein, weil der muss auch noch aussteigen. Also der würde dann
um das euch noch mal ganz kurz hier zu erklären, richtig. Das Gebäude, wo er eigentlich hinkommt, hin will, hin soll, ist jetzt ein bisschen zu hell, oder? Nee, geht. Genau, das wäre... Hier wird so eine Alarmanlage. Und dann vorne eben noch links rum die Straße. Und dann kommt man in das Gebäude rein. Also der Vordereingang zumindest. Wo es halt stattfinden sollte. Was die Informationen sind. Und ja. Ich meine, hier muss er halt an den Leuten vorbei. Ne? Insofern es keinen Hintereingang irgendwie gibt, wo er rein könnte. Aber selbst dann wird es schwer, denn wenn wir uns jetzt hier umdrehen in Richtung Schlossplatz, machen wir mal. Ich bin ja nur am Drehen und Wenden eben. Ja, dann haben wir nämlich dort hinten diese richtig guten Absicherungen, diese großen Lego-Steine da stehen. Aber jetzt ist es wirklich ein bisschen zu hell. So in etwa, genau. Das heißt, der Fußmarsch, der Fußweg, bis er dann beim Ziel angekommen ist, wäre deutlich länger. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das dann nicht so sinnvoll ist, wie einfach nur aus dem Auto auszusteigen, wenn man Protestler erwartet, die den Eingang, ich weiß nicht, versperren wollen wahrscheinlich nicht, aber sich aufmerksam machen wollen, den Catch mal eine Nachricht mitgeben und sei es nur ausbuhen. Und ja, genau. Schön, hier kann man direkt, genau, hier, genau. Und zwar, ich meine, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich könnte versuchen, per Handy live zu gehen. Da habe ich jetzt keinen Stabilisator drin, ach shit. Oder habe ich ihn im Rucksack, mal schauen. Sonst habe ich ihn immer mit dem Rucksack so als Backup. Das können wir machen, weil dann... haben dort drin Safe-Empfang, also zumindest sollte man auf dem Handy, nee, habe ich nicht, Mist, noch ein bisschen runterstellen können, die, wie nennt man das, ne, die Qualität, in der man live geht, denn ich denke, ja, Störsender könnte sein, Günther, auf jeden Fall, ich nehme an, neben Polizeiautos wird es auch sehr sinnvoll sein, dass da ein Störsender ist, trotzdem komisch, genau. Zehn Minuten zu Fuß, naja, aber um zum Anfang der Heißbrücker Straße zu kommen, ja. Die Sache ist halt bloß, wenn er dann hier ist, haben wir halt auch nichts gewonnen, ne? Aber stimmt, 10 Minuten, ja. Und dann noch zum Gebäude, vielleicht nochmal 5 Minuten draufrechnen, für eine Stunde, stimmt eigentlich. Zumindest wenn die Ampel direkt grün ist. Ja, weil, nee, sieht man nicht, drehe ich jetzt zu langsam. Noch ein Auto vorbeigefahren. Ja, das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass man direkt zwei... Ich kann jetzt nicht rangehen, wenn ich hier live bin. Leute, kann ich euch hier abschauen, was ich frage. Wir gehen mal eben schnell über die Straße und ich lasse euch mal eben kurz stehen. Der Michael versucht mich eben hier zu erreichen. Ich kann die Kamera schon mal ums Eck stehen lassen, aber halt eben auch nicht zu weit, das ist mein Problem. Ja, das soll das sein. Also lasst euch ganz kurz hier stehen. Ich hoffe, dass es weitergeht, dass es keinen Abbruch gibt. Ihr wartet einfach mal eben kurz 2-3 Minuten. Bis gleich. Ja, Mikrofon. Meine Füße sind zu sehen. Meine Füße sind zu sehen. Meine schönen Schuhe.
Also, ja, tut mir leid, geht eben nicht anders. Ich weiß nicht, im Endeffekt kann es auch sinnlose Panikmache sein, wenn man so will. Also in Richtung Tivoli sollen wir ganz viel Polizei stehen. Da gehen wir jetzt mal hin und schauen mal. Und Heißbrüger Straße fährt wohl jetzt auch jemand hin und schaut, was dort ist. Die Sache ist halt, ne, wenn hier irgendwas geplant ist in der Festlichkeit, wie auch immer, alleine durchs Bärstadtfest sind hier für 3-4 Veranstaltungen Polizisten da. Und das macht es halt jetzt für uns ein bisschen schwerer. Genau, das ist die Frage, wo wir lang gehen. Ich drehe mal eben um. Die meisten sollten dann wissen, wo wir hier sind. Okay, das ist sehr aufschlussreich. Ja, guten Abend, Ignaz. Ganz kurz für dich zur Info. Kretschmer soll hierher kommen, einen sächsischen Verdienstorden übergeben in Freiberg. Wahrscheinlich ist dann auch der Oberbürgermeister Sven Krüger hier aus Freiberg mit dabei. Nehme ich jetzt zumindest mal so an. Ist so ein Geschwurbel von mir. Und ja, Tivoli kann natürlich auch eine Veranstaltung an sich sein. Auf jeden Fall sind ja einige Livestreamer da. Wahrscheinlich würde man sich dann aufteilen, wenn hier jetzt ja, mehrere Polizeisperren sind, damit es einer überhaupt irgendwie drauf hat.
Also 19 Uhr kommt er halt an, in Freiberg soll es stattfinden, das Ganze. Und ja, und so wegen dem Pflasterstein, ja, absolut, gebe ich dir da recht, nicht professionell, aber es gibt halt Leute, die wollen auch nicht hinter der Kamera reden, also wenn nur der Ton ein bisschen drauf ist. Aber hier scheint jetzt eben gar nichts wirklich zu sein. Die Kamera geht gleich nach oben. Ihr wisst bloß, man muss auch nicht unnötig Leute filmen. So. Vielleicht wäre es heute auch schlauer gewesen, ein Video zu machen. Genau, böser Onkel, Micha aus Chemnitz ist vor Ort. Die Sache ist bloß, dass es wohl Infos gibt, dass bei verschiedenen Orten das jetzt sein kann. Und wir schauen jetzt einfach, wo ist Polizeiaufgebot und wo nicht. Und genau. Ich weiß nicht, ob Heißbrückerstraße hätte ich sogar auch laufen können. Ihr meintet ja 10 Minuten, beziehungsweise 15 Minuten, wenn man dann noch zum Gebäude hingeht, wo das sein würde. Denn da ist ein riesen Firmenkomplex, wo verschiedene Firmen angesiedelt sind. Also, wie nennt man das dann? Industrie, nicht Gewerbegebiet, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Aber wenn wir jetzt hier nach oben gehen, die Straße, scheint niemand zu sein. Also hier vorne ist wirklich niemand. Wir gehen jetzt einfach mal aufs Parkhausdeck. Genau. Also beim Hintereingang scheint hier keine Polizei zu sein. Dann war es wohl eine Fehlinfo oder es waren nur die Autos, die in die Richtung gefahren sind, die gesehen wurden. Okay, also es ist eine Veranstaltung hier drin. Dementsprechend, wenn hier Polizei ist, dann wird es deswegen sein. Weiß nicht, ob man es ihm gehört hat. Hat eine Dame geredet. Ist auf dem Weg hierher noch dem obesen Krüger begegnet. Ja, mein Beileid. habt ihr eigentlich das letzte Video gesehen? Freiberger Stadtwald? Ein wichtiges Thema auf jeden Fall, was Freiberg betrifft. Geht es schon ein paar Jahre so, dass er wirklich ja, verrottet lassen wird. Und es ist halt wichtig, dahingehend mal Aufmerksamkeit zu schaffen. Auch überhaupt die Leute mal wieder ein bisschen raus in die Natur zu bringen. Ich selber kenne es ja, bin ja hier in Freiberg aufgewachsen und nee, hier ist gar keine Polizei. Ja, also, da geht kaum noch einer raus. Und wenn er nicht in den Wald, was halt echt traurig ist an sich. Und ist aber ein wichtiges Thema. Ja. Deshalb wir das Ganze da auch aufgenommen haben in die Themenpalette. Beziehungsweise die Anke und ich durfte das filmen und veröffentlichen. Und ja. Nee, andersrum. Hier. Ey, nee. Aber auch hier im Sommer ist es zu sehr dicht bewachsen alles. Genau. Oh. Eieiei. Man sollte nicht versuchen zu lesen und zu reden gleichzeitig. Aber die Leute scheinen dort vor Ort zu bleiben. Ach so, okay. Vor einer Minute wurde mir jetzt geschrieben, doch Heißbrücker Straße. Das heißt, wir gehen jetzt mal runter. Ganz kurz für euch zum Verständnis. Also erstmal, wir befinden uns hier auf dem Parkhausdeck vom Tivoli, auch ja,
So, aus dem 17.8., wo der Kretschmer schon mal hier war, Video. Ja. Ich denke mal, das kennen die meisten, die hier meinen Kanal überhaupt kennen. Da waren wir hier schon, zumindest hier dann ein bisschen weiter oben und haben dort gefilmt. Und jetzt hier, wenn wir uns umdrehen, ist der Albert Park. Die Petrikirche. So. Habe ich ja eigentlich. Nee, bleibt so die Einstellung. Genau, und dort hinten ist dann die Führerstraße, wo wir eigentlich ankommen sollten, beziehungsweise der Schlossplatz. Aber man sieht es halt leider von hier oben nicht. Das heißt, wir gehen jetzt wieder runter und werden schauen, dass wir auf die Heißbrücker Straße laufen. Und dass ich mal wieder den YouTube-Chat ranbekomme. Micha ist im Moment offline. Okay, dann ist er auch auf dem Weg dorthin. Verstehe. Es ist was anderes, wenn ich nach vorne filme, als für mich selber auf jeden Fall. Leute, film niemals spiegelverkehrt. Es ist eine dumme Idee. Im Treppenhaus ist es dunkler, ne? Da sollte man sich ein bisschen heller stellen. Und dann wisst ihr, was wir jetzt machen. Wir stellen die ISO auf automatisch. Und damit hat sich das Ganze auch. Jetzt muss bloß noch der manuelle Fokus richtig eingestellt sein. Und genau. Du bist feig, wenn die Pfeife kommt, dann kann er ruhig erst nur. So, grüne Ampel. Kannst du mich mitnehmen? Grüß dich. Hä? Kannst du mich mitnehmen? Ich mach zur Halsbrücker Straße. Ja. Ja, dann müsst ihr zu Kegel Freiberg, weil ich hab den Okay. Weil der Halsbrücker. Also richtig bei der Bergakademie. Ja, irgendwie einfach. Ich fahr auf der Halsbrücker. Danke. Wenn da die Spritze vor der Rede, weil. Ja. Der eine sagt so, der andere sagt so, die ist Zeit. So. Also ich habe es eben gehört, TU Bergakademie wurde eben noch gesagt, gehen wir in ein heikles Gebiet rein. Ich kann mir vorstellen, dass da viele Links-Grün-Wähler sind, die nicht so erfreut über mich sein werden. werden wir schauen. Freiberg ist eigentlich alles zentral, kann man alles erlaufen. Trotzdem hat man eben leichten Zeitdruck, wenn man jetzt zu Punkt A gehen will und dann noch zu Punkt B sich als Backup offen hält. Eigentlich nicht ganz so schlau. Und ich glaube, ich bekomme heute die Helligkeit nicht richtig hin. Genau, lasst uns ein bisschen Smalltalk führen einfach. Wie geht's euch so? Habt ihr heute schon gemacht? Keine Ahnung, was erwartet ihr euch von dem Stream? Bis auf, dass man auch am richtigen Ort sein wird. Okay, das Polizeiauto fährt auf jeden Fall in Richtung. Ja, werden wir sehen. TU sieht's aus, aber da können wir auch noch rechts abbiegen. Nee, rechts abbiegen. Also Richtung Heißbrücke. Gernot, hey, grüß dich. Jetzt muss ich mir überlegen, wie gehen wir jetzt lang? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich mache ganz kurz eine Sprachnachricht. Okay, jetzt bleiben wir aber auf welchen dort, wo jetzt, wo wir am Anfang waren. Wo das Internet so grottig ist in der Straße. Die Straße mit dem grottigen Internet hier in Freiberg. Zumindest, wenn man Telekom-Kunde ist. Nee, Telekom ist schon echt schon geil, bloß hier halt anscheinend eben nicht zu gebrauchen. Ach so, shit. Okay, mache ich ganz kurz eine Sprachnachricht. Dann Moment mal. Grüß dich, ich glaube jetzt Theo Bergakademie hatte Micha aus Chemnitz noch gesagt, dass dort wohl was los sein sollte, los sein könnte. Sollte nicht, könnt ihr mich dann noch irgendwie holen Richtung Halsbrücker Straße? Gut. Ich meine, ich würde auch schreiben, aber ist ein bisschen, ihr wisst Bescheid. Oh, wartet mal. Komm. Hier im Hintergrund Wahlplakat, Angel Martin Heder.
Die Webseite besteht auch weiterhin und wird auch weiterhin genutzt. Allerdings aktuell bei neustart-freiberg.de noch ja, die ganze Wahlgeschichte, die dort drauf steht, wird noch aktualisiert. Wollen jetzt mal in den Chat reinschauen. Gibt schon was Neues wegen Gaming-Stream? Ja, hier auf dem Kanal auf jeden Fall nicht. Aber, Sekunde. Ich gehe mal ganz kurz, ich muss immer hier wieder den Kanal suchen, wo ich das speichere. So, hier. Perfekt. Ist dir kalt mit Jacke? Ich schwitze. Ich habe noch Wetterbericht gelesen, 18 Grad, und wo ich war, hat es geregnet. Bevor ich nach Freiberg bin, dachte mir so, okay, gut, was muss, das muss. Ganz kurz für diejenigen, die jetzt sich hier wegen Gaming-Stream nachgefragt hatten, nachgehakt, oder allgemein Gaming. Ich habe den Discord-Link reingestellt, gerne dort beitreten. Ich hoffe, das Setting jetzt auch funktioniert. Ich habe ihn auf 7 Tage Haltbarkeit eingestellt. Haltbarkeit, Gültigkeit, ihr wisst, was ich meine. Dort können wir gerne mal reden. Kretschmann liebt Hintereingänge. Ja, ist möglich. In Freiberg gibt es aber genug Gebäude insgesamt, sage ich mal, um da den Hintereingang nicht nutzen zu müssen. Das ist eine gute Frage, ne? Ich meine, Theo Berger Akademie, wenn man in Freiberg was verleiht, das wäre, bietet sich auch an. Ne? Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Wegen mir jetzt? Nee, wegen wem anders. Die Andi hat mal wieder den Vogel abgeschossen. Warum? Heute Pflegepersonal Dresden oder? Schon, da wären wir wahrscheinlich heute besser aufgehoben. Aber ansonsten müssen wir mal schauen. Ne? Am Samstag letzte Woche hatten wir auch den Bernd Arnold, Stadtrat aus Chemnitz, mit dem Livestream. Dass wir den gegebenenfalls nochmal erreichen. Bevor wir dann sind. Und ja. Wird am 9.7. in Fulda sein und hoffe mal, gute Bilder und Videos zu liefern. 9.7. ist hier Samstag, oder? Wenn ja, bin ich auch noch im Überlegen. Es hat auch mal jemand die Idee mir erzählt. Das wäre doch auch mal eine krasse Sache, wenn Lauterbach nach Freiberg kommt. Und keine Ahnung, irgendeine. Ja, wobei, ich muss es aufpassen, sonst geht es wieder als medizinische Fehlinformation. Um die Wirksamkeit der aktuellen Impfstoffe zu bewerben oder aufzulisten. Ja, die wirken ja ziemlich gut. Im besten Deutschland aller Zeiten. Ja, ich glaube, wenn so eine Persönlichkeit, also nicht nur Landesebene, sondern Bundesebene hierher kommt, boah, es wird Tumult geben, zumindest wo er bekannt ist. Wir machen einfach einen sehr, sehr schönen Stadtspaziergangs. Stream. Müsste ich noch jemanden mitnehmen, dann wäre es sinnvoll. Aber hier vorne sieht es jetzt nicht so aus beim Eingang, als ob dort Polizei steht. Hier. Ah, okay. Also als Brügger Straße ist wohl das Realistischste, wurde mir eben noch gesagt.
Wir sind nicht mit dem Auto unterwegs, weil die Polizei die Kennzeichen sich aufschreibt, okay? Ja, Freie Sachsen-Proteste mitgemacht. Ihr werdet irgendwann alle dafür bezahlen und bluten. Komme ich da so zumindest Anekdoten in den Kopf rein. Okay. Ja, keine Ahnung, ob es jetzt stimmt, aber kann es sein, dass es noch generell irgendwie wegen Bergstadtfest ist, wenn man bei bestimmten Sachen vorbeiläuft. Ich kann mir aber auch relativ gut vorstellen, dass jetzt Leute verfolgt werden. Noch 10 Minuten, müssen wir schauen. Ganz kurz für euch zum Verständnis. Hätte ich eigentlich eher mal drehen müssen. Hier der Eingang der TU Bergakademie. Zumindest das Hauptgebäude ist, keine Ahnung, wo da überhaupt überall Gebäude sind. War das das, was ich kenne? So, was sagt YouTube? Achso, erstmal wieder umfokussieren. Der Junge, der braucht einen eigenen Kameramann. Oder ich filme jemanden selber, ne? Das würde auch gehen. Da stelle ich mich dann nicht ganz so behindert an. Das ist doppelt an Zuschauer, ist der Livestream vom Bundestag. Und dabei tue ich nicht mehr die Kamera richtig halten, ey. So, bin jetzt Discord drin. Okay, nice. Hust, bist du an der Leipziger Straße. Hust. Richtig. Stimmt. Ja, wir gehen jetzt einfach dorthin. Hätte ich mit mich ja mitfahren können. Aber ich glaube, so ein Umweg wäre es eigentlich auch gar nicht gewesen für ihn, auch hier nochmal vorbeizuschauen. Aber gut. Ich kann mir so gut vorstellen, dass er einfach Polizeikräfte mit zuschauen und sich einfach ein ablachen. Also allgemein bei den ganzen Livestreamern. Aber ernsthaft, Bundestagsleistung gibt es eben. Okay. Das Ding ist halt, ich würde eigentlich einfach sagen, okay, wir bleiben bei der Führerstraße, Führernonnenstraße, wie auch immer, wo wir erst waren. Wenn dann aber das Internet nicht so richtig mitmachen will, dann tut es mir halt leid, ne? Also mir selber. Würde ich es mir nicht verzeihen. Problem ist halt eben, dass ich nicht aufnehmen und Livestream gleichzeitig kann. Und ich will den Livestream nicht, wenn er jetzt so groß angekündigt ist, abblasen, ich denke. Es ist aber auch schon euch bewusst, das Ganze. Ist Aufmarsch, okay? Ja. Also wir sind jetzt unterwegs. Weiß ich bloß, ich kann mich noch irgendwo abkürzen eventuell. Müssen wir mal schauen. Scheiße, 21 Minuten von hier. Okay, wir bekommen mit, wo was ist. Wir sind gegen 19 Uhr, wenn er da ankommt, recht flexibel, wo wir sind. Wenn die Nachricht reinkommt, wo er ist, jeweils dorthin zu gehen. Ich meine, ich würde jetzt auch dorthin rennen, das wird man auch schaffen, aber mit Equipment hier ist halt ein bisschen doof.
Ja, Uwe, der Dank geht auch da an euch raus, dass ihr zuschaut. Ich muss halt eben nur schauen, dass ich hier irgendwie auch hinkomme. Also Leute, wenn ihr wollt, ich kann jetzt natürlich auch rennen. Also dann habt ihr nur eine Bodensicht. Und ihr hört mich richtig schön keuchen. Hinterher. Ich habe mir die Kamera leichter. Nur am Aufregen, der Junge. Oder Möglichkeiten durchgehen, besser gesagt. Gibt es keine E-Roller? In Freiburg zum Glück nicht, meines Wissens. Es gibt da Stadtführungen mit Segway, Personal, Transportern oder wie diese Scheißdinger da heißen, aber nicht offiziell. Und E-Roller sieht man jetzt immer mehr, dass sich Leute sich sowas selber holen hier in Freiburg, beziehungsweise besitzen, aber zum Glück nicht wie in Dresden oder Berlin oder so, wo das richtig schlimm ist damit. Also ich finde das übelst ekelhaft. Und in Freiburg, ich sag mal so, wenn du jetzt keinen Zeitdruck hast, kann es auch alles richtig sehr laufen. Von daher brauchst du die hier zumindest auch überhaupt nicht. Fahrrad wäre natürlich jetzt sinnlos, sinnvoll. Lauf los. Ich muss ja noch mal schauen. Ist die Straße dort vorne? Es geht ja um den kürzesten Weg. Auf jeden Fall, ja schon, wir hätten theoretisch auch mal. Je nachdem, wie nach der Leistung noch geht, können wir vielleicht noch mal über das Bergstadtfest laufen. Und zur Dresdner Straße, wo anscheinend übelste Angst vor einem False Flag-Terroranschlag ist. Da sind sehr, sehr viele Lego-Steine und ja, ich glaube, innerhalb von 100, 200 Metern. 6-7 Stück so eine Container aufgebaut. Da ist dann nämlich Rummel. So. War schon richtig. 900 Meter. Tram. Ich glaube, das kommt nicht so sympathisch rüber, wenn da jemand mit einer Kamera steht. Guten Tag, ich mache heute einen Tramp, Livestream oder Tramp oder Trampen? Ach, keine Ahnung, wie das sind. Hab einen E-Roller, bereue es nicht eingekauft. Hä? Okay. Wenn man sich für eine Preisverleihung verstecken muss. Ja, richtig. Ich weiß aber halt auch nicht, woher die Info, die Infos stammen. Ne? Dass es dort sein soll. Es kann doch sein, dass es nur ein riesen Prank ist. Ein riesen Verarsche. Okay, ich glaube, ich sehe es schon. Leute, ich habe euch jetzt mal ganz kurz im Livestream-Chat hier nicht. Ist das dort rum? Ich meine, ich wäre hier schon mal wanken gewesen sein irgendwann in meinem Leben. Als Freiberger, aber gar keine Erinnerung mehr. Achso, das ist jetzt hier rechts rum und ich muss links, verstehe. Noch 5 Minuten. Äh, 17 Minuten, 1,3 Kilometer zu Fuß. Puh. War es nicht bei der Polizei ein Kilometer innerhalb von 5 Minuten, oder ist das nicht viel zu lange? Habe ich gar keine Relation dazu. 5 Minuten per Auto, okay. Ach so, wenn man aufs Gelände will. Wir müssen jetzt nach links, verstehe.
Mal kurz die Straße anschauen. Schöner Sport, Livestream, so. Noch 2 Minuten 30. Ich hoffe, das werden wir nicht schaffen, aber gut. Und mir geht die Technik kaputt. Leute, kleinen Moment. Okay, ich verstehe sie überhaupt nicht. Ich verstehe eben nicht, wo ich bin, per Google Maps. Da kommt noch immer zu spät, kann sein. Hier hoch. Geht hier frei, wer kann das denn, dass wir uns kennen? Hey, warte mal. Dorthin, da muss ich. Leute, es tut mir leid, ich verstehe eben nicht. Wie gesagt, wo? Hätte der Simon sich mal auf den richtigen Weg dorthin begeben? Okay, vielleicht habe ich... Nee. Ich habe mir jetzt hinterher zu rennen, das ist ganz einfach, aber... Doch hier hoch und dann... Okay. Das scheint ein Fußweg zu sein, kein Autoweg. Da macht Sinn. Ich hoffe, das ist wieder sowas, was man schön offline nehmen kann im Nachgang. Aber ihr seid trotzdem weiterhin? Nein. Jetzt habe ich wieder geradeaus gemacht. 200 Leute schauen ihm noch zu. Was zur Hölle? Genau, dort hinten. Ein DBI. Es ist auch wieder ein Krampf in dem Autofokus. Dort hinten dieses Riesengebäude. Ich versuche nochmal zu rennen. Also ich glaube es nicht, aber das ist übelst hart. Anstrengend mit einer schwarzen Jacke, die schön Sonne speichert. Und hört mich nur noch irgendwie komisch atmen. Es tut mir leid. Jawohl. Jetzt hätte ich mal geschrieben, dass er mich abholt. Also, dass er denkt jetzt, ich hätte irgendwie
Oh, die mit Sport. Das ist bloß jetzt nur so. Wie nennt man das? Stress. Ich glaube, jetzt habe ich hier im Pfeifen gehört. Okay. Komm mal kurz zur Straße. Da ist jemand. Ah, okay. Ich meine, wie ich wohl auch gewollt hätte, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Okay. Also, Polizei. Ich nehme an schon. Okay. Zumindest ich, Leute. Erstmal geradeaus und dann mit dem Auto gehen. Danke. Sieht so verschwitzt aus. Genau. Und zwar, wenn man jetzt hier. Kann ich nach rechts schauen? Da, wo die Polizisten mich eben angesprochen haben, in eine Straße, die hier reingeht. Ist noch drin, oder? Da raus, da ist er nicht weg. Okay, danke. Genau, und hier, wenn ich an, dass er rein ist, kann es sein, dass es da vorne war. Also, er ist schon da, verdammt. Es tut mir leid, Leute, dass wir das Ganze jetzt ein bisschen verpennt haben. Aber das heißt, wir sind bei der richtigen Adresse. Kannst du keinem erzählen. Hat er vorher jetzt auch rein, okay. In die Zukunft, nee. Also ganz kurz, wir hätten uns wirklich einklinken müssen, um mal jemanden mitzufahren. Simon, schwitzt du uns ja. Du hast Verpflegung. Nee. Okay, Leute, also, das Schöne des Ganzen ist jetzt, wir sind richtig. Wir sind richtig, die Leute sind hier. Ich mache mir kurz das Mikrofon wieder richtig ran. Bester Stream. Ja. Es wird noch besser. Wir bekommen die dann gleich mit. Wir gehen jetzt zum Bernd Arnold. Schauen uns das Ganze mal an. Vielleicht hat er es da sogar schon veröffentlicht bei sich. Und ich ziehe mal eben die Jacke aus. Auch wenn das Mikrofon dann so rumspinnt.
So, ja, ganz kurz für euch zur Info. Ja, die Jacke, die hatte ich an, denn wenn ich hier das Lavalier-Mikrofon dran habe, muss ich wieder Helm machen. Habe ich es dran? Hier, genau. Bei leichtem Stoff klingt das, ja, wie sagt man, kommt es ja eher mal zur Kommunikation und genau. Also, wir sind jetzt hier, Kretschmer ist noch drin. Wir schauen uns einmal ganz kurz um. Ich weiß nicht, ob das Polizeibehörde ist oder Privatsecurity. Auf jeden Fall ist da ein bisschen was los hinter uns. Und dort in die Richtung, wo wir eben hergekommen sind, da stehen Polizisten. Hier drüben stehen auch noch zwei Autos. Hinter dem Bus natürlich. Und genau. Ich sag mal so, ich habe was von Freiberg gelernt. Ich hoffe, dass ich irgendwie die wie nennt man es? Ja, die Kamera so hatte, die Kameraführung, wie man es auch mal nennen will, dass ihr da eventuell auch was mitgenommen habt. Genau, hier haben wir eine schöne Fahne. Grüß dich. Oma, Arme schlecht, ich bin voll verschützt. Grüßen. Ja, ich bin auch mal da. Hallo. Wir treiben uns für den Rücken hier heute. Auf jeden Fall wird hier draußen jetzt so schön Lärm gemacht. Uta Hesse war ja auch in Dresden am Samstag mit dabei, letzte Woche. Morgen ist ja Frankfurt, das sind Eli und auch Michael aus Chemnitz. Ich werde nicht da sein, am 9.7. wahrscheinlich dann in Fulda, wenn alles klappt. Oh, jetzt bin ich schon wieder ins Bild gelaufen. Wer ist am Hintereingang Fragezeichen? Gute Frage. Ich meine, ich kenne jetzt auch nicht alles. Man müsste wahrscheinlich wirklich dort hinter den Gebäuden irgendwie lang können, um dann dort vorne raus zu können, wo wir jetzt herkamen. Ansonsten muss er hier wieder raus. Bundesgaukler, das ist die Frage, wer hinten steht, wo er eh reinkommt. Geil, das Stream heute. Ben, danke dir. Bist du der Ben, an den ich denke? Wenn ja, grüß dich. Gute Sache. Aber anscheinend haben die Leute sich gesagt, okay, gut, wir sind rechtzeitig losgelaufen. Oder wir haben ja gesagt, okay, gut, wir haben einige mit Auto hier und dann wurden welche mitgenommen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Genau, Frank, falls du mal nach Brandenburg an der Havel kommst und bei uns mit der Demo spazieren möchtest, bin ich der richtige Ansprechpartner. Schleichwege und so weiter, Kniefilme, Underground. Geil. Außerhalb vom Montag gerne. Ich wollte sowieso noch bei Peter Brandenburg TV vorbeischauen. Solange es das 9-Euro-Ticket zumindest gibt. Ich meine, auch nachher werde ich ihn noch besuchen, aber das war so, ich sag mal, das, was schon geplant war. Ob Spanien den Hintereingang überwacht. Eieiei. Dazu äußere ich mich jetzt mal lieber nicht. Genau, und wir werden jetzt den Bernd Arnold ein wenig nerven. Ich drehe mal wieder am falschen Rad, Leute. Heute nichts, ja, selten Geschehendes. Aber insgesamt funktioniert es, und das ist, worauf es ankommt. Bernd, Kurzzeit. Kurzzeit. Ich denke mal, da kommt Abschlag. Lass mal so stellen, dass hier im Hintergrund die Leute sichtbar sind. Ja. Kannst du kurz? Ich hatte gerade auch, mit dem Herrn Wittmer hatte ich gerade hier ein Kurzinterview. Ja.
Ja, so ist es. Also wir sind hier im Deutschen Brennstoffinstitut hier in, fängst du schon an, ja? Ja. In Freiberg, und hier wird natürlich der Herr Kretschmer, also der Ministerpräsident von Sachsen, erwartet. Und manche sagen, er wäre schon da, aber keine Ahnung. Wir werden es, denke ich mal, hier mitbekommen. Und das passt wunderbar, gerade hier das Deutsche Brennstoffinstitut. Ich hatte es vorhin gerade gesagt, ja. Also in der Politik wird so viel Blödsinn erzählt und Mist gemacht und ein Wahnsinn, was hier an Politik, also die Ampelregierung, die hat es ja nur wirklich auf die Spitze getrieben. Und wenn man diese ganzen Worthülsen und das Ganze, die Lügen und das alles verbrennen könnten, dann könnten ja eigentlich in vielen Städten eine Kernfusion stattfinden. Ja, no. Naja, zum einen das und so habe ich das Gefühl eigentlich. Kann man hier direkt das Gesagte begraben. Genau, ja, wäre auch nochmal. Da muss man nicht drauf warten, bis es begraben ist, sondern man kann es halt direkt umsetzen. Ja. No. Also man sieht es ja im Prinzip erst aus der Atomenergie raus, aus der Kohle heraus, und jetzt merken sie, oh, weil sie nur mit dem Herrn Putin hier ein bisschen gestänkert haben. Und wenn dann der Gashahn ein bisschen abgedreht wird. Ja, ich will jetzt nicht sagen, Stänge, das sind so radikal schon. Kann man ja es eigentlich, gab Differenzen, ja, die hier aufzuarbeiten waren, aber da wollte jemand nicht. Von einer Seite, von der gewissen. Aber da könnte man ja rein theoretisch auch das vorher wissen, dass das nicht so aufgeht, wie man das sich so denkt. Na, weil die Weltpolitik dann doch immer mal ein bisschen anders sein kann. Ja. Na? Aber du musst halt eben, okay, Anzugträger drin. Du musst aber eben auch bedenken, es wurden erst 273 Millionen Euro für Berater ausgegeben binnen 6 Monaten. Ja. War aber niemand drin. Ja. Bis auf der Chauffeur. Nee, ich meine, 273 Millionen, was ist das schon in einem halben Jahr für Berater? Ich meine, wir haben 700 Bundestagsabgeordnete. Ich weiß nicht, ob alle davon profitiert haben, ob da alle schon was davon abbekommen haben. Aber du musst ja, keine Ahnung, das ist so eine Informationsnot heutzutage. Und jetzt, wo ohnehin niemand mehr durchblickt, man hätte es vorher wissen können. Ja. Aber genauso sage ich auch immer, eben, man hätte es auch nicht wissen können. Man darf dann auch nicht zu schnell verurteilen, die Leute dort. Ja, aber ich meine, im besten Deutschland aller Zeiten, ne? Also die haben ja auch alle abgeschlossene Schulausbildung und Berufsausbildung jetzt bei den Grünen und überall. Und also müsste man schon eigentlich das sehen, was da so in der Zukunft ist, wenn man bestimmte Weichen stellt. Und Weichen haben sie genug gestellt, ne? Aber wahrscheinlich doch ein bisschen falsch. Aber wahrscheinlich waren sie keine, oder haben die wenigstens bei der Bundesbahn gelernt. Dort könnte ich mir gut vorstellen, auch einer, der dort an den Schreibtisch steht, dass da mal das mitgekriegt hat, wie eine Weiche gestellt wird. Also bei der Bundesbahn. Nicht bei der Reichsbahn? Da gibt es noch Also gibt es vielleicht Züge. Auch noch welche, ja. Also, ja. Ja, aber ich muss sagen, da bringst du einen wichtigen Punkt mit rein. Ich selber kann halt auch nicht mit Abschluss glänzen, ne? Wie Abitur oder Gymnasium direkt, ne? Und dann noch Studium. Vielleicht denkt man doch einfach anders. Ja. Aber da muss ich jetzt sagen, praktischer, vielleicht aber auch theoretisch. Ja, da muss ich aber auch noch was einwerfen. Es gibt eigentlich noch bei fast allen Menschen noch einen gesunden Menschenverstand. Und egal, wie die Bildung jetzt ist, aber wäre auch eine schlechte oder keine schlechte Sache, wenn das praktisch eine Schnittpunkt wäre jetzt von der Verständigung mit dem gesunden Menschenverstand. Also das wäre vielleicht auch eine gute Sache. Gut, müsste man aber eventuell eigenes Ego weglassen, was sich aufgebaut hat. Oder? Ja, also das ist jetzt kommt so darauf an, wie sich Theorie. Das bei den Leuten aufgebaut hat. Ja, ist immer schwierig. Also es ist wirklich schwierig, aber gesunder Menschenverstand, denke ich mal, ist nicht schlecht. Gut. Ja, danke. Ich brauche ja Impressionen, ne? Ja, genau. Mich selber, ne? Ist ja super. Bin da immer froh drüber. Genau. Wir haben sie ja schon oft gesehen hier. Ja, wunderbar. Ich habe ja eigentlich heute noch Urlaub. Mein letzter Urlaubstag. So viel geopfert. Als Selbstständiger ist sowieso nicht. Ich hatte gestern in meiner Werkstatt verbracht eigentlich. Also nichts mit Urlaub. Und, aber wenn ein Kunde kommt, mit dem er jetzt schon jahrelang zu tun hat und sagt, wäre nicht schlecht, sollte eigentlich im August kommen. Aber wenn ich es jetzt machen kann, und ich habe es gemacht, noch nicht ganz fertig, aber die halbe Stunde, die ist auch noch machbar. Das werde ich wahrscheinlich morgen machen. Ja, und Montag geht das wieder richtig los. Da knie ich mich wieder richtig in die Arbeit und auch in die politische Arbeit ein bisschen. Und natürlich auch wieder irgendwelche Spaziergänge begleiten und solche Sachen. Das mache ich ja auch immer gerne.
Und da unterhalte ich mich auch gerne mit den vielen, vielen Leuten, die dort unterwegs sind. Also ja, was ja wunderbar. Manche Medienvertreter nicht machen. Nee. Es gibt ja, ich weiß nicht, kennst du Postillon 24? Ja. Die haben ja auch das Motto, wir berichten, bevor wir recherchieren. Ja? Und manchmal habe ich auch nicht denselben Eindruck, aber einen etwa gleichen. Denn wenn ich über Leute rede, mit denen ich oder über Leute etwas berichte und denen eine Meinung unterstelle, mit denen ich nicht mehr geredet habe, ich denke, bei 1000 Leuten wird es schwer. Selbst bei 50 Leuten ist es schon schwer. Ein bisschen schäbig, aber eigentlich, ne, wenn man das eben nicht so richtig rüberbringt und nicht das, wie, um was es geht manchmal. Oder ja, also gibt es ja verschiedene Sachen. Aber da kann man ja immer sehen, wenn man da ein bisschen, so wie wir jetzt ein bisschen mehr in der Materie stecken, ist es eigentlich kein Zufall. Und da wird das schon in so eine Richtung gemacht, weil man entweder glänzen will oder einen Job behalten will. Und das ist eigentlich das. Und da sind ja die freien Journalisten, die sind ja voll im Vorteil eigentlich. Die können, also ich muss niemanden irgendwo nach dem Mund reden oder schreiben. Ich sag's so, wie ich es habe und wie ich auch, mit, wenn ich mit Leuten spreche, sage ich es natürlich auch, was ich dort erfahren habe. Und wenn das mit gesundem Menschenverstand zu tun hat, ist das doch eine wunderbare Sache. Und dort sollten wir uns eigentlich orientieren. Auf jeden Fall. No. Und den müsste eigentlich fast jeder haben. Man möge es fast meinen. Ja. Ich weiß nicht, Bärstadtfest hast du schon mitbekommen hier in Freiburg, oder? Das, da ist ja ein bisschen in der Innenstadt los. Ich finde es ja auch interessant, wie spätestens seit 2016 immer diese Lego-Steine rumstehen, wenn ein großes Fest also ist. Also böse Zungen behaupten, das sind Merkel-Steine oder sowas. Ja. No. Ja, also das sieht man dann schon. Warum, weshalb? Weil man wahrscheinlich Angst hat vor irgendwelchen Anschlägen. Und wenn man dann demokratisch gewählt ist oder eine Politik für das Volk macht, bräuchte man eigentlich keine Angst haben. Da kommen wir wieder auf den gesunden Menschenverstand normalerweise. Ja. Ich meine, das ist ja schon bedenklich, aber das hatten wir, glaube ich, auch schon 2-3 Mal. Ne? Ja. Auch jetzt bei sowas hier. Wenn jemand unterwegs ist, der eigentlich einen Verdienstorden verleiht, was eigentlich eine schöne Sache sein sollte, oder generell ein Politiker, klar mögen das jetzt nur 50 Mann sein, wenn überhaupt, aber 40 bis 50, ne? Ja. Es muss man aber auch sagen, das sind 40, 50 Leute, die sich wirklich mobilisieren. Ja. Ne? Und wie viele sind da mit der Unzufrieden und insgesamt? Und diese Politiker, die müssen sicher mal irgendwo Gedanken machen, wenn sie Politik fürs Volk machen, muss da irgendwas schiefgegangen sein. In dieser Machart der Politik müsste man sich eigentlich wirklich Gedanken machen. Aber wahrscheinlich, also die machen sich vielleicht schon Gedanken, aber sie wollen sich keine Gedanken machen. Sagen wir mal lieber so. Ne? Ja. Das ist natürlich traurig, aber das hat eben wieder mit gesundem Menschenverstand nichts zu tun. Ja. So ist es. Ja. Wir schalten mal ganz kurz nach hinten. Ja. Ich wollte dann auch mal ein bisschen, ich habe nämlich auch so? 6 Minuten habe ich auch heute aufgenommen. Nee, alles gut. Weiß nicht, inwiefern du heute zeitlich nicht eingespannt bist, vielleicht kann man dann noch mal kurz über das Bärstadtfest laufen. Mal sehen, Cody. Genau. Ja. Ich muss also sehen, die Richtung. Ja. Gut, also ich weiß selber noch nicht, wie ich Zeit habe, aber vielleicht spielt es sich an. Ja. Also man sollte sich schon als Politiker Gedanken machen. Wenn Gegenproteste irgendwo auftreten und irgendwo Leute sind, hier sind zwar die Freien Sachsen, auch sehr schön. Und das Schöne ist natürlich, dass Grün-Weiß, herrlich, das passt natürlich auch rein, also Sachsen generell und auch in die Landschaft, sehr schön. Und jetzt sind wir wieder, ich habe gerade auch noch ein zweites Interview gemacht. Und da ging es eigentlich hauptsächlich um so, Leute, genau. Wir suchen uns hier eben nochmal schnell die Position etwas von der anderen Straßenseite. Erstmal danke, dass ihr alle im Livestream geblieben seid, dass wir jetzt noch über 200 sind. Voll geistig gegen die Sonne zu drehen. Ja, für die Belichtung ist es top, aber für die Augen nicht. Haben wir teils montags nicht, also vielen lieben Dank. Wir werden ihn dann auf jeden Fall noch sehen, wenn er hier wegfährt. Ja, was kann ich jetzt dazu sagen zu heute? Erstmal jetzt zum Bernd. Nein, er ist kein Freiberger, er ist Chemnitzer. Er ist Stadtrat in Chemnitz. Ich glaube von ich will es nicht sagen, müssen wir nochmal nachhaken. ich stelle mal ganz kurz hier die Kamera hin und gehe mal ganz kurz den Chat durch einfach.
Es wurde gesagt, ich soll mich mal mit Michael kurz schließen, beziehungsweise mal ihn kurz ins Interview holen. Die Sache ist, er streamt natürlich auch für YouTube, aber eben nicht nur. Ne? Er hat einige Fernsehsender, für die er mitstreamt. Ich glaube, teilweise nicht mal in Deutschland. Und von daher will er nur seltenst im Gespräch eingehen während des Livestreams. Muss ich dann respektieren an der Stelle. Ich schau mal ganz kurz, ob was hier geschrieben wurde. Achso, wären wir gerade bei Micha. Vielen lieben Dank. Ach, ihr wart kurz hier vorne. Perfekt. Da wurde mir eben eine Flasche Wasser vorbeigebracht. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, jetzt haben wir sogar hier noch einen Lautsprecher. Schön. Ja, also Bernd hat den Chat in etwa mitgelesen. Die Grüße sollte auf jeden Fall gesehen haben. Reinhard, Steffen auch, hat auch geschrieben. Groß, ihr Lieben, auf den Widerstand. Dominik, grüß dich. Okay. Sekunde. Altstadt bewegt sich. Okay. Ist das Kanal oder wie? Ich such mal eben. Ah, dort. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen rübergehen. Ich tue schnell die Flasche Wasser einpacken. Belaufen sich insgesamt auf 195.671,87 € in den Einrichtungen der SDS. Besteht eine Impfquote von 66-90%. Der Bürgermeister hält zur Aufrechterhaltung des Leistungs- und Versorgungsangebotes in Riesa das vorhandene Personal für zwingend erforderlich. Er sieht es als problematisch an, insofern personalrechtliche Maßnahmen gegen die Ungeimpften ergreifen werden sollten. Bleibt nur hier oben! Du musst eh nicht da rein. Hoffentlich hält er sich dran. Meine und Fresse, handelt sagt Bobby. Auch Kretschmer unterstützt es. Ich bin in der Buche dafür. Kretschmer möchte, dass Menschen geimpft werden und nicht mehr im Pflegepersonal arbeiten sollen. Nur noch geimpfte Menschen sollen dort arbeiten. Wir müssen Widerstand zeigen. Du bist ja schon frei, muss weg. Jawohl, Kretschmer muss weg. 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 Also es scheint... Spitzt du, ne? Ja. Hallo. Nochmal. Aber das war eine Finte. Ich bin erst später hier gewesen, wie 19 Uhr. Ich weiß nicht, ob hier... Der ist schon durch, da ist rein. Und, aber war der da hier? Nein. Wir haben okay. Das ist noch gelaufen. Okay, noch gelaufen, ja. Gut. Gut hier. Ja, danke. Ja, weil ich bin erst noch zur Theo Berger Akademie gegangen. Ach so. Und dann habe ich aufs Handy geschaut und dachte mir so, okay, 20 Minuten Fußmarsch. Bin dann zwar stückweise mal gerannt, das war aber eher mehr peinlich als irgendwas geschafft. Aber wo machen die und dann haben jetzt hin? Ich denke, die wollen sich noch breiter aufstellen. Oder Hintereingang, dass die dort eventuell rauskommen. Ja, aber wie gesagt, da kann nur hier, du kannst hier hinten rum, vorne, kann da auch dort hinten. Unten, ne? Genau. Mhm. Ja, ich weiß, dass hier ein riesen Gewerbegebiet ist. Ja, ich weiß. Ne? Aber die Örtlichkeiten direkt dort drin kenne ich auch nicht so 100%. Aber hast recht, dort war ziemlich viel. Vor allen Dingen, das war mir schon auch dort unten, wo wir waren. Die sind da alle abgehauen. Aber es sind auch nicht viele Mann hier, ne? Nö. Weiß nicht, vielleicht einige auf dem Bärstadtfest oder so. Ja, die haben
Wir haben alle keine Probleme. Kann man danach hingehen? Hm. Die merken es erst, wenn oder noch die Tage am Sonntag. Hey! Mach dich wieder da! An! Ja, am. Gut, wird es ein bisschen schwerer. Wir sehen uns, ich gehe mal kurz hinten da schauen. Genau, und zwar Sonntag ist ja auch die Bergparade. Und die werden wir auf jeden Fall, oder ich werde die auch filmen. Ich bin am Überlegen, ob ich die live streame, aber da geht immer Qualität verloren, weil man kann halt nicht in voller Qualität streamen oder eben mich nicht aufnehmen, währenddessen ich streame, was ich ja mal rumheule. Und, nee. Genau, auf jeden Fall. Da vorne sind jetzt auch ein paar Leute, die beim Vordereingang jetzt sind. Vielleicht, wenn wir hier. Oh, mal im richtigen Rad gedreht, also in die richtige Richtung. Das ist natürlich geil, man könnte auch hier hoch und das Ganze filmen. Ja, also auf jeden Fall, entweder das kommt Sonntag im Livestream oder dann in Video. Ich nehme eher an ein Video, dann halt in voller Auflösung. Und ja, ich würde es noch ganz kurz angekündigt haben, dass da auf jeden Fall das auch zu sehen sein wird hier. Wer sich dafür interessiert. Masken sind das, richtig? Hallöchen, Herr Aber. Bernd Arnold ist Stadtrat für Pro Chemnitz. Vorhin wurde AfD geschrieben, dann FDP. Ja, für ein was von beiden wird schon sein. Entweder AfD oder Pro Chemnitz, nehme ich an. Aber ist nicht auch in Chemnitz die für eine Sachsenpartei, die gegründet wurde? Wenn ja, könnte es sein, dass er dort auch hingeht. Weiß ich jetzt nicht. Wobei. Hey, Vivian, grüß dich. Ja, dann stimmt, dass es für Pro Chemnitz ist, wenn du das schreibst. Jetzt habe ich es gecheckt. Nimm du bitte nicht den Hintereingang. Ja, da hinten raus. Da kommt hier hinten raus. Ja. Der eine hat gerade gesagt, das ist Privatgrundstück. Sollten wir auf dem Friedweg können wir stehen? Ist ja kein Privatgrundstück, ne? Nö, das hier nicht. No? Total, können wir hier stehen bleiben, und wenn die Workshop drauf kommt. Ja. Und weil der eine mit der Mütze ist ein Zivilpuder. Ja, ne, ich weiß nicht, ob der Polizist ist oder ja, was von der Versammlungsbehörde, würde ich glaube ich mal gesagt, aber ja. Hey, aber da kommt der aber hier raus. Ich meine, die Sache ist ja, wer jetzt nicht aber dumm ist. Aber da kommt doch von hier. Ich meine, wer jetzt nicht dumm ist und sich in Freiberg auskennt, der weiß, ja, dass hier hinten dazu die. Der kommt von hier. Ja, aber ich meine, der weiß, dass hier hinten dazu die Dresdner Straße ist. Und dann würde er wahrscheinlich langfahren und nicht erst über Heißbrücke irgendwo. Hm. Ich meine, ich kenne jetzt auch nicht alle Landstraßen, aber. Hm. Es gibt so die Wege, die bekannt sind und die werden dann wahrscheinlich auch gefahren. Da kommt bestimmt der kommt von hinten raus. Deswegen sollen wir hier, mehr oder weniger sollen wir von hier weggehen. Damit er die Peinlichkeit nicht sieht. Also dafür können die Polizei aufhören. Kann sich darauf verlassen, er ist mit Martin Kohlmann im Stadtrat. Okay, vielen Dank für die Info. Kann man auch in mehreren Parteien sein und im Stadtrat? Ja, bestimmt, oder? Nur halt für eine Partei dann im Stadtrat. Genau, also ganz kurz für euch nochmal hier zur Info, da ja in einem Livestream einige immer wieder rausgehen und nochmal neue reinkommen. Wir sind hier in Freiberg und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es schon ein Video zu diesem Jahr, wo 12 Menschen in, oder Personen, je nachdem, in Sachsen den sächsischen Verdienstorden geehrt bekommen haben. Und ja, da war ein Ehepaar wohl aus Freiberg, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ich glaube, wir werden dann vielleicht auch mal den Akku wechseln, bevor das hier irgendwie zu spät wird. Und wir dann, ja, den nicht sehen, weil ich ja dann nochmal den Livestream hier anmachen muss. Ja, jedenfalls ist er halt eben hier, um den jetzt wahrscheinlich zu übergeben. Also, ich habe halt einen Bericht gesehen, ich weiß nicht mehr von welcher Seite. Auf jeden Fall, es war eine seriöse Seite und da wurde er auch schon interviewt. Nur wurde halt gesagt, Leute, die sich mit speziellen Engagement einbringen, ne, in unsere Gesellschaft, sei es in der Medizin, Kultur oder Sporttechnik, so in etwa, kann man sich jetzt natürlich auch fragen, okay, inwiefern kann sich bitte sportlich einbringen, wenn das letzte Jahr dann die Sportveranstaltungen eher größtenteils abgesagt waren.
Ja, aber das ist immer wieder so eine Schwurbelei vom Herrn Aber, ne? Nehme ich jetzt mal an. Und ja, auf jeden Fall ist da halt eben auch, wenn ich es richtig verstanden habe, wie gesagt, ein Ehepaar aus Freiberg, die den auch bekommen haben. Und er wird wohl übergeben. Wenn er in Freiberg ist, wird vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht, als wir den Ehrenorden dazu vergeben. Und ja, dementsprechend, das, ich weiß auch nicht, wie das bekannt geworden ist, ob das in der Presse stand oder nicht, haben auf jeden Fall die Freien Sachsen in eine Kundgebung angemeldet, dort, wo er ursprünglich hinkommen sollte. Und dementsprechend auch heute dieser kleine Wirrwarr, denn anscheinend wurde der Veranstaltungsorden noch ein bisschen kurzerhand umverlegt. Und jetzt sind wir halt eben hier bei, wie nennt sich das, DBI, sehen wir jetzt nicht von hier, Heißbrücker Straße auf jeden Fall, so nach Heißbrücke raus. genau. Servus Simon, grüß aus Wien, Dravis, hey, grüß dich. Genau. Und das ist das ganze Szenario halt, was hier ist. Und die Leute hier warten halt jetzt, bis er rauskommt. Und das hier hinter uns ist halt eine riesen, ein riesen Gewerbegebiet. Oder Gewerbegelände, Gewerbegebiet, genau. Und dort hinten, wo die halt sind, jetzt, ich sag mal so 100 Meter entfernt in etwa vielleicht, da, hier habe ich gedreht, ist er wohl rein. Da ist jetzt die Kundgebung angemeldet. Allerdings, was ich ihm gesagt hatte, wer sich hier bisher auskennt, der weiß, dass wenn er hier rauskommen sollte und dann hier lang fährt, wenn man jetzt hier nach die Heißbrücker Straße nach vorne fährt und dann links abbiegt, kommt man beim Kreiskrankenhaus vorbei. Habt ihr ja auch schon oft genug gesehen, auch die, die hier vielleicht nicht aus Freiberg direkt sind. Und dann kann man direkt auf die Dresdner Straße einbiegen, also sprich die kürzeste Route, um nach Dresden zu kommen. Und ja, ich meine, dort vorne sind jetzt die anderen Livestreamer. Da wurde eben gehupt für uns. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne hier vorne bleiben, dann wird zumindest den Abgang filmen, sollte er hier rauskommen. Ich meine, hier sieht man das, glaube ich, genau, dort, wo eine Polizist steht, dort ist eine Schranke und dann noch ein Security-Beamter oder Security-Bediensteter, besser gesagt. Und ich nehme schon an, dass dann hier die Kretschmer-Mobile, ne, der Transportkonvoi, rauskommen wird. Ne, ich höre noch Krankenwagen zu sein. Über ein paar die Busse. Okay. Und für euch jetzt ganz kurz zur Info. Ich sagte ja eben, dass der Akku wieder schon niedrig ist. Und man sieht ja auf jeden Fall, wenn er rauskommt, dass da sich kurz vorher formiert wird. Okay. Kommt doch hier raus, aber ist doch Krankenwagen. Genau, das heißt also zu Deutsch, ich werde jetzt den Akku wechseln, bevor es zu spät ist. Ja. Ich hab dir dreimal geschrieben, wo ich hinkommen muss, Mensch. Wo ist denn der? Also hier vorne ist der Protest. Ja. Der ist wohl schon da. Ach, auch schon, ist schon da, auch schon vor 19 Uhr gewesen, also hat niemanden gesehen. Und hier kann er halt jetzt rauskommen oder dort vorne. Ich weiß nicht, ob es noch einen dritten oder vierten Ausgang gibt. Krieg mal raus. Okay. Warum findest du nicht da oben? Wenn er hier rauskommt, sind alle Firmen dort oben. Der wird ausgeschleust. Das hat mir die Mutter im Bild geschickt. Okay. Dann werden wir doch einfach mal bei TikTok live gehen. Wäre das nicht was? Ja. Ich habe dich aber abonniert. Cooler Kanal. Danke. Also ich habe nichts gefunden. Nee, zusammensenden können wir leider nicht. Kämpfe jetzt voraus. Ist auch so schlimm, was das Thema angeht. Ich denke mal, das habt ihr zwar alle mitbekommen, aber ganz zu Anfang dieses Ukraine-Krieges da oder was es auch immer ist, hatten wir wirklich mal, ja, wie sagt man, Ruhe davon, richtig blauer Himmel, wobei selbst da, sage ich mal, ein leichter Schleier davor war. TikTok hört mir auf damit. Ja, mache ich auch nicht, aber wenn du Aufmerksamkeit oder Reichweite haben willst, dann geh dorthin auf jeden Fall. Ist sinnvoll. Und ja,
Jedenfalls seitdem hat man hier nicht wirklich wieder blauen Himmel gehabt. Also ein, zwei Wochen so und danach wurde es wieder angefangen zu sprühen und war einfach nur, es ist zum Kotzen. Müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, nehme ich an. Hä? Sperrt TikTok noch eher oder was? Oder? Es gibt nur zwei Ausfahrten dort, danke. Das heißt, wir bleiben hier. Ich hätte schon Bock, jetzt hinzugehen und so ein bisschen die Musik mitzunehmen. Wobei, Musik würde dann auch wiederum bedeuten, dass... ja, Leute, ich sündige Plastikflasche. Ja, würde dann auch wiederum bedeuten, dass eventuell das eine oder andere gesperrt werden könnte. Daniel, es gibt drei Ausfahrten, okay. Bei uns sind heute auch wieder Chemtrails, okay. Ich schau mal ganz kurz selber jetzt hier bei Google Maps. Aber krass, auf dem Handy hier habe ich eigentlich noch nie die Straße gesucht. Aber anscheinend die Google Maps Anfragen entweder zur selben Zeit oder insgesamt belaufen sich alle nur hier auf die Hausnummer 34. In Form, wo ich Heilsbrücker Straße nicht mehr ausgeschrieben hatte, kam direkt Heilsbrücker Straße 34 mir hier als Vorschlag. Also wenn ich richtig liege... Nee. Also ich muss sagen, ich war schon mal hier auf dem Gelände, ne? Aber da bist du halt auch nur dort, wo du halt hin musstest. Aber wenn das hier bei Google Maps, wenn ich das richtig sehe und ich das auch richtig interpretiere von dem, was ich schon gesehen habe, gibt es noch zwei Ausgänge. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Ich meine, ich kann mir noch nicht vorstellen, wenn es so einen dritten Ausgang gibt, dass er noch nicht mit Polizei belegt ist, beziehungsweise dass halt eben, ja, wie sagt man, wir das nicht sehen würden, wenn da Polizeiwegen unterwegs sind. Oh, okay, danke dir. Überweisung per PayPal. Und nein, ich will hier niemanden nötigen, aber ich habe das wieder drinnen stehen. Die Möglichkeiten, mich da finanziell zu unterstützen, in der Livestream- bzw. Videobeschreibung in deinem Nachgang. Also, das ist immer wieder interessant. Manchmal bekommen wir es eigentlich, wo es am, ja, nicht irrelevant ist es für mich persönlich nicht, aber wo es am, wie sagt man, wisst was ich meine? Am unspektakulärsten zu sein scheint. Genau. Aber das mache ich jetzt mal schnell, den Akku wechseln. Das heißt, 2 Minuten bin ich kurz weg. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Okay. Interessant. Ist ja auch öffentlich, ne, und kein Privatgelände. Ja, stimmt, Leute, ganz kurz mal meine Sünde hier aufnehmen. Und zwar bin ich hier mit dem Knie auf dem Rasen, was eigentlich Privatgelände ist. Dementsprechend werde ich mich jetzt mal hier einen... Oh, hier ist noch das Kabel drüber. Einen halben Meter, na, halber Meter ist es nicht. 10 cm weiter nach links begeben. Da sind wir auf jeden Fall wieder. Muss schauen, ob im Streamchat wieder was steht. Danke fürs Warten, hat doch etwas, na, ein, zwei Minuten länger gedauert. Musste noch mal hier kurz unterhalten. Genau. Werde mich langsam mal rausklinken und für morgen etwas vorbereiten, beziehungsweise 9.7.22. Dann einen schönen Abend gewünscht. Hey! Grüß dich! Genau. Ja, ich nehme an, er macht einen Banner, ein Plakat, was er bei beiden Veranstaltungen nehmen wird. Es ist aber schon leicht illegal hier. Ja, das hier ist Privatgelände. Da dürfen wir nicht drauf. Hier. Komm mal so vorbei. Hey, okay. Ein schöner Hund hier. Du bist aber sehr mutig, du. Wieso? Ja, so wie er ankommt. Ja, aber Hunde, die man nicht kennt, ist ein bisschen mit Respekt. Ja, schon richtig, aber man sieht doch den Hunden auch an. Der guckt so lieb, ne?
Schönen Abend. Ist der nicht schon raus? Ja, weiß nicht, in Herz für Tiere, ey. Gerade was Hunde und Katzen angeht. Es ist so schön. Okay. Ja. Ich weiß nicht, ob wir gleich wieder aufstehen müssen. Das kann doch sein, dass jetzt... Ach so. Nee, fährt weiter. Okay. Ich hab eine Zeit. Scheint ein wichtiger Einsatz, okay. Können wir nur hoffen, dass alles gut geht. Ja, was sind denn eure Erwartungen für morgen? Der Europain Marsch 2. Ich hatte, das glaube ich schon gesagt, ich selber, klar, Brüssel habe ich nicht mitbekommen, aber ich hatte da auch die Bewerbung noch gar nicht mitbekommen gehabt damals. Also ich habe halt bei Edi da reingeschaut, er hatte dort auch ein bisschen Internetprobleme, aber hat es deutlich besser als ich im Griff bekommen. Und jetzt soll in Frankfurt dieser Marsch sein. Klingt geil, aber... Es ist ganz groß. Also ich hab mal per Google Maps geschaut und ich war auch schon mal drauf. Ja, gibt's. Gibt's tatsächlich. Okay. Bei der alten Elisabeth raus. Ach, deswegen wurde geschrieben, ich soll dort hingehen, so in die Richtung. Nie auf der Höhe, weiter hinten. Und da kann er schön über die 173 wieder verschwinden. Okay, ja, ich hatte nämlich schon die ganze Zeit gesagt, wenn hier vorne alle Streamer sind oder alle Leute, hier ist ja, ne, du wirst ja die W173 nehmen, Dresdner Straße raus. Genau. Weil kürzeste Verbindung. Der wird hinten raus machen. Das gibt hier, du hast hier hinten, fährst dort gerade durch den Durchgang, stecke rechts und gleich wieder links. Und da geht es hinaus Richtung alte Elisabeth. Okay, wie weit wäre das jetzt per Fuß von hier? Ja, ja, ist 5 Minuten, 8 Minuten. Nur? Okay. Willst du mit mir dorthin gehen? Viel länger nicht. Aber ich weiß nicht, wie das ist mit Betriebsgelände. Aber hier, nein, nee, hier durch nicht. Hier durch nicht. Ich meine außenrum schon. Ja, wie will ich denn hier außenrum? Wir müssen hier durchs Gelände. Dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Ja, deswegen ja. Okay, dann wird es nichts. Hier kommt draußen bestimmt alte Elisabeth raus. Von hinten rum, und wenn wir jetzt außen rum... Läuft wieder auch hier top. Okay. Eine Million würde er nicht... Nee, überhaupt nicht. Aber... Ja, mal sehen. Also wenn es ein paar 10.000 sind, dann wäre ich schon froh. Sind wir schon fast bei manchen Berliner Demos. Okay, wird wahrscheinlich eben durchgegeben, wo der Kretschmer raus soll. Ich habe das Gefühl, dass Frankfurt nicht friedlich bleibt, aber ist nur so mein Gefühl. Ja, da muss ich jetzt morgen hin. Nee, eigentlich muss ich, oder was ist eigentlich, ich musste schon zu morgen was absagen. Leider. Und das ist jetzt das dritte, was hinzugekommen ist. Wäre das eher bekannt gewesen, hätte ich es vielleicht einrichten können. Aber ist ja mal so, ja, Micha aus Chemnitz, Eli sind beide dort, also gerne vorbeischauen. Nicht mal 1.000. Doch. Also 1.000 werden das schon hinkommen, nehme ich an. Aber, ja, wobei, okay, wir... Ich nehme es an, ob es jetzt realistisch ist oder nicht. Aber es ist ja nur ein Gefühl und nicht irgendwie was von Wissen. Maya aber ist wieder an der Heimatfront. Mach weiter so. Gruß aus der Kurpfalz vom Exil Sachsen. Frank Schuster, grüß dich. Ja, also per Google Maps sind hier nur zwei Ausgänge. Würde ich der hier vorne und der dort hinten, wo die Leute stehen. Oder, aber nicht, ja, dort hinten aus. Also der ist bei Google Maps nicht eingezeichnet. Ist doch dort hinten einer. Nee, ich meine, bei Google Maps ist kein anderer eingezeichnet. Wenn du jetzt aber sagst, weil du weißt, dass hier was ist. Hier ist nur einer. Hm. Und da musst du aber hier durchs, ja, Gelände und dann wieder rechts niederlaufen. Ja, ist ja die Frage. Wäre schon sinnvoll, wenn wir da hingehen, aber... Wir können hinfahren. Ja, fahrt ihr mal zu ihr hin und guckt mal. Du kannst ja uns nicht scheiden, ne? Ja. Die Brasse, die Brasse. Ich hätte dich im Herzen, okay, geholt, aber wenn du hier übers Feld läufst, hätte ich dich nie erreichen können. Ja, hast du das geschrieben, dass du mich holst? Weil vorhin wurde. Okay. Weil irgendwer muss so geschrieben haben. Achso, okay. Da hat noch jemand vorhin reingeschrieben im Chat. Ich hätte dich schon nicht gekriegt, weil dort kann ich schon nicht fahren. Ja. Feldweg. Das ist doch, ja, die breite Masse der Deutschen ist faul und feige. Ich hoffe, dass es bald richtig wehtun wird. Und es wird wehtun, aber sowas von. Ja, die Frage ist bloß, wann sehen es die Leute? Wann wollen sie es wirklich mal sehen? Und ist es dann nicht schon zu spät? Aber ich denke mal, da reden wir schon. Wie lange reden wir darüber schon? Über was?
Naja, wenn es die breite Masse da mal sehen wird, was hier wirklich abgeht. Naja, also selbst. Da reden wir ja schon seit 2020 April. Ach gut. Ja, ich meine, selbst die Hälfte, die ja hier auch auf der Straße ist, selbst die gehen ja noch mit Maske in den Laden. Und das ist nicht böse gemeint. Ich liebe jeden hier aus Freiberg. Ne? Habe ich auch schon 10-mal gesagt, wahrscheinlich ja. Im Stream. Aber. Man sollte halt, wenn man Montag schon geht und eine Anzeige und eine Ordnungswidrigkeit auf sich nimmt, egal ob die jetzt Hand und Fuß haben wird oder nicht, ne? Und dann mit Maske in den Laden reingeht, ist das komisch, sehr komisch. Das ist einfach nur Angst. Ja. Mehr, nee. Hallo, danke fürs Film. Schön, dass es dich gibt. Liebe Grüße aus Lübeck, Silke. Silke, grüß dich. Das ist ein. Ach, Esteban Cortez wird eben hinten gespielt. Das ist jetzt die Frage, ne? Weil hier vorne haben wir auch keine Autos gesehen. Also, wobei es kann sein, dass da welche waren, aber. Dort hinten ist das Wohnheim. Noch ein Stück hin. Ja. Und an dem Wohnheim ist auch noch ein Parkplatz. Okay. Ich weiß nicht, bloß, dass vorhin einer mit so einem fetten BMW reingefahren ist, was so nach Kretschmer-Transport aussieht. Und ich sag mal so, das ist zwar an sich jetzt nichts Besonderes, so ein fetter BMW, aber der war halt blitzblank geputzt, ne? Was ja immer die Autos von den Politikern sind. Hatte ich ja auch mal, stimmt, habe ich mal in Berlin gesehen, beim Bundestag, wo ich dort war. Ey, erstmal E-Autos oder Hybridautos, ne? Kostet schon mal sonst was. Und dann wird ich jedes Drecksauto blitzeblank geputzt. Und du denkst, Alter, was haben die für Fixkosten tagtäglich, ja, wenn der richtige Blütenstaub fliegt? Ja, okay, gut. Ja, es ist ja da. Es muss ja nur verwendet werden. Die greifen den Topf rein. Stimmt auch wieder. Unsere Männer gehen arbeiten und die greifen dazu. Wenn du für Freiberger mal ein Fahrrad brauchst, kannst du dich gerne melden. Natürlich kostenlos für dich. Okay, Steffen, nette Sache. Ja, ich weiß nicht, also wir werden jetzt natürlich warten, bis er weg ist. Wenn der aber hier vorne nicht kommt, dann werden wir es jetzt auch nicht merken. Es sei denn, die Autos fahren bis auf ein Polizeiauto dann. Ja. Wenn der Akku lang genug hält und ich noch jemanden finde, der mit übers Bärstadtfest geht, on stream können wir das auch noch machen, wenn ihr Lust habt. Simon, klasse Ton und Bild. Mal sehen, ob ihr diesen MP noch zu sehen bekommt. Ja, nochmal ganz kurz hier für alle, na, damit wir mal was anderes sehen als mich. hier. Achso. Tonkabel. Genau. Da vorne sind die ganzen Leute. Und hier ist ja die Vermutung, einer der Hauptaus- bzw. Eingänge, wo er eben rauskommen kann. Ich habe natürlich auch nicht mitbekommen, was die Polizisten zu den Leuten gesagt hatten, die jetzt hier waren, bis auf Privatgelände. Du hast, glaube ich, mehr mitbekommen. Aber ich nehme an, die waren trotzdem noch entspannt. Also im Gegensatz zu Auswärtigen. Wir dürfen dort oben stehen, aber wir können auch hoch und runter laufen. Dürfen. Okay. Wir sollen nur nicht das Gelände betreten, weil das ist Privatgrundstück. Also entweder man hält sich neutral. Ach, jetzt kommt das Einsatzfahrzeug wieder, was nach Heißbrücke gefahren ist. Das Privatgelände mit der Rose. Die ab der Wiese ist Gelände. Das ist alles, das gehört zu Betrieb. Vielleicht sind sie aber auch nicht mehr ganz so catchmal treu. Also gedanklich. Bestimmt nimmt der ein Bad in der Menge. Wir können auch alle mal Kretschmer umarmen spielen. Ja. Den würde ich gerne mal richtig knuddeln. Vielleicht wäre es doch mein Fest. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja Politiker, jetzt als Beispiel angeführt, was jetzt aber nur sinnbildlich sein soll, Krüger, der vor 7 Jahren, wo er das erste Mal reingewählt wurde, noch ziemlich dünn war im Gegensatz zu jetzt. Der hat ja ziemlich zugelegt, würde ich jetzt mal behaupten. Der lebt doch wie die Leute im Speck. Ja, du, egal wer wie was lebt, aber was halt auffällt, ne, ist bei vielen Politikern so. Ich selber hatte auch jemanden mal im Bekanntenkreis, also was zumindest erzählt wurde, wenn man dort einmal drin ist, das war auch auf Freiberg hier, wenn du Bürgermeister bist, es gibt ja nicht nur OB, sondern auch Baubürgermeister oder sonst was, Finanzbürgermeister oder so, dann geht es wirklich nur noch darum eigentlich, oder fast hauptsächlich nur noch darum, irgendwelche Fototermine einzuhalten und du gehst jeden Abend fett essen und so. Was aber auch ein anderer Punkt sein kann, ich meine, das kann der Stoffwechsel ja auch noch irgendwo wegmachen oder du isst jetzt auch nicht unbedingt mehr, wie du musst.
oder wie du kannst, dass einfach durch Stress vielleicht mehr zugesetzt wird, kann ich mir auch vorstellen. Bei Kretschmer aber ist es irgendwie nicht so. Also der ist wirklich eher Dürre. Ja, läuft, läuft. Ich meine, es geht ja hier mal um ein paar Themen mit reinzubringen im Livestream. Also, und da geht es nicht darum, jemanden zu diffamieren oder so, sondern einfach nur meine Beobachtung mal zu teilen. Meine Meinung ist die, denen allen, egal auf welchem Sitz die sitzen, welchen Posten, denen geht es nicht gut. Hm. Das ist total, das ist Schwachsinn, denen kann es doch gar nicht gut gehen. Die haben ihr ganzes Volk gegen sich. Ey, und die ja. Ohne Schlaftablette garantiert nie ins Bett oder ein Joint oder was weiß ich, eine Bulle Schnaps. Denen kann es nicht gut gehen. Das sagt mir mein gesunder Menschenverstand. Ach so, hier sitze. Gehen wir ein bisschen nach vorne. Das ist ein bisschen doofer Kontrast mit dem Gesicht im Schatten. Ja, gute Antwort. Gute Sache, das mal so zu hören. Also, ich meine, manchen wird schon gut gehen, ne? Aber mit Geld lässt sich halt auch nicht alles erkaufen. Ja, das ist echt eine interessante Beobachtung von mir. Weiß nicht, inwiefern ihr da was beobachtet habt. Und ich meine, zulegen ist jetzt auch nicht, dass man dann irgendwie direkt dick oder fett ist oder so. Das ist auch überhaupt nicht, ne? Aber es geht rein wirklich neutral um die Beobachtung. Immer vorsichtig sein. Die Polizei ist Kretschmer treu, auch privat. Bei denen hängt alles an der Quote von Staat. Alles andere ist nur gespielt, um zu beruhigen. Ja, es kann halt sein, ne? Micha ist nur gespielt, um zu beruhigen. Okay, 180% im Wachkoma. Kretschmer bekommt das Bundesunverdienstkreuz. Okay. Ja, auch ich. Ja, jetzt sitze ich schon wieder im Schatten hier. Also ich weiß auch von ein paar Polizisten, das ist wirklich dieses Beamtenleben. Du bist wirklich da drinnen, denkst dir so, okay, geil, Pension, danach, dann lebe ich richtig mit 65, wenn es überhaupt so bleibt. Wobei für die bestimmt. Aber ja, du versuchst auch nicht, also du hast sehr, sehr viel Urlaub, entweder bist du krank, bist in den nächsten Urlaub am Plan oder im Urlaub. Und sendest halt nur irgendwelche Bilder deinen Familien oder so und boah, keine Ahnung. Ey. Also anstatt irgendwas mal zu reißen bei sich vor Ort, aber nee, musst du dein Maul halten, sonst kannst du ja die Position vergessen, ja, wenn du mal irgendwie das Maul aufreißt. Haben wir ja auch schon, dass einige Leute, die bei Anti-Corona-Protesten beteiligt waren, dass da Polizisten, die dort Reden gehalten haben, danach auch rausgeflogen sind. Ne? Und das ist wirklich das, was ich kenne von den... Ja, von Polizisten oder generell so von gewissen Scheinbeamteten. Haben sie Angst gehabt. Und hier hast du ein riesengroßes, Gelände hier und da können die irgendwie. Wo ist das? Putin nimmt gerne ein Bad mit der Menge, anders als unser Despot. Aber ich sage mir immer, ich sitze daheim, ich habe es ja bald verholt. Die Politiker brauchen eine Küchenmaschine, um einfach leckeren und gesunden Obstsalat machen zu können. Genau. Kennt ihr denn schon das erste Video auf diesem Kanal? Also eigentlich nicht das erste, aber das letzte, was ich oder das älteste, was ich online gelassen habe, und zwar die Küche mit 2.0 Fusion von Koch. Das war ein Musikprojekt in der 10. Klasse. Kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Ja, und das war eine lustige Sache jedenfalls. Habe ich online gelassen, habe ich einen super nice Dizer genommen und daraus hatte ich mit 200 Fusion gemacht. Ich nehme an, das war eine wie nennt man das, ne? Eine Überleitung dahin. Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, bei den Politikern ist es andersrum. Kretschmer wurde noch nicht gewählt. Der bekam den Posten, weil Tillich abgetreten ist. Ja, so genau habe ich das haben wir gar nicht mitbekommen, aber der hat den halt bekommen. Der wurde nicht gewählt, der hat ihn bekommen. Das ist richtig. Bis 2020 hat Kretschmer auch noch in der Menge gebadet, ja. Ich meine, am Anfang hat er tatsächlich, wie auch Sven Krüger hier in Freiberg, eher ja, sich gut verhalten. Ob das jetzt, sage ich mal, eine politische Neutralität war oder eine wirkliche Überzeugtheit, Sympathie, wie auch immer.
die haben beide eigentlich sich zumindest gut gegeben. Ne? Ich sage ja auch immer, in der Politik kannst du eigentlich gar nicht selber irgendwie was entscheiden, sondern musst halt nur so machen, wie es dir gesagt wird. Komm, wir machen jetzt mal noch ein bisschen heller. Also dann auf der Straße ist dann noch das Gästehaus. Aber da drin ist nichts. Jetzt geht es nicht mehr, weil da diese Störer sind. Welche Störer? Ja, über sich sitzt der Lok. Ja, da sitzen die. Die sitzen in dem großen Saal drin, weil die laden die ja ein. Ja, das Beamtenleben. Und dann aber die Beamten unter sich. Es ist bei denen eine Welt, da kann man reden, wie man will. Die haben auch Häuser gebaut und Kredite und so. Ja, richtig. Ja, und soll ich kurz das Mikrofon weglegen? Ja. Leute, ich bin wieder ganz kurz weg. Ja, und es ist halt so, die hassen sich auch alle oftmals untereinander. Aber da würde ich jetzt wahrscheinlich in Insider gehen, die ich nicht erzählen darf. Zumindest in Freiberg. Nur noch ganz kurz. Bis Fletcher weg ist immer noch vor Ort. Ich hoffe, dass man das mitbekommt, wenn er weggeht. Achso, hier ist Privatgelände. Wundervoll, privat. Ja, auf der Wiese dürfen wir vor, wollte ich mir so sagen. Achso. Wenn die anfangen. Hat der Ordnungsbind bekommen? Ja, ja. Ach, das war angemeldet? Ja, ja. Ja, das ist angemeldet. Das hier ist angemeldet. Ich gehe nicht normal zu Gott hin, angemeldet. Das habe ich nicht gewusst. Du musst noch um Erlaubnis fragen. Nee, ich gehe normal zu keiner angemeldet. Ich kann zwar online, aber wenn es möglich ist, dann ist es okay. Ich kann ja auch nicht gehen. Nee. Wir fragen die uns hier bis in den Wahnsinn treiben, die fragen wir noch um Erlaubnis. Ich hätte mir das eigentlich denken können, dadurch, dass die fahren. Aber so, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Wer hat denn das angemeldet? Rhein-Sachsen. Wir machen Strafe. Ja, das ist die Sache, die Sachen müssen am Ende wissen, wenn wir arbeiten müssen. Der Ordner macht was Verbotenes. Der Ordner macht was Verbotenes. Ja. Runter von der Wiese. Ja, das dürfen wir. Das ist nicht das dürfen wir. Das ist also. Das ist ja hilfreich. Aber das Mündliche, das kann ich auch nicht haben. Das muss drauf sein. Die sind eiskalt. Die haben dort genug Leute dahinter und davor. Genau. Haben sie welche eingeladen? Die sind eiskalt. Und Sachkundig kannst du doch alles machen. Bei denen kann doch viel Blut mehr in der Order fließen. Ja. 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 Hallo. Ich hab den Reden hier. Ja, ich war halt nicht vorbereitet vorhin. Scheiße. Ja, das ist halt. Das brauchst du also jetzt raus, bitte. Das war natürlich aus der Hüfte raus. Genau, wir müssen uns ja auch was einfallen lassen für das Programm. Ich dachte, jetzt musst du hin. Aber dass ihr das angemeldet habt. Das ist halt nicht zu grün, nur schon lange. Das kann sich glauben, die werden uns jetzt noch am liebsten entkommen. Hier zu heben, oder? Nee, holt noch Glück, was zu trinken. Ah, okay. Aber ihr denkt schon, dass der gar nicht hier rauskommt. Der kommt hinten raus. Wenn überhaupt, der wird in dem Auto einsteigen, fortfahren, der wird vielleicht eiskalt hier langfahren. Aber so, dass mit dem nee, die kommen hinten raus. Die schaffen den hinten raus. Ja, die ist acht Stunden. Der Unschämt, der weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. Der hat kein Schamgefühl dabei. Nee. Achso, pass mal auf, diesen Livestream. Ich weiß nicht, was er ist. Ja.
Ja, ja, hier raus, der ist schon mal von der Wahl. Nicht so, dass wir bei der Begida mit. Da war bei uns in der Firma drin. Da ist auch schon damals schon bei der Begida mit gewesen. Aber ich muss sagen, manche Fragen haben sich auch geschrieben. Nichts außer der Feindliche ist mit Begida. Wir wollen mal hoffen, zufrieden, dass es hier mal ordentlich rumgeht. Ich durfte nicht, also ich bin psychisch so am Ende. Ich halte es nochmal 2 Jahre halt ich das hier aus. Ich bin ein psychisches Wrack. Und da würde ich mich gerne mal bei Herrn Kretschmer dafür bedanken. Ich habe hier 46 Jahre gearbeitet und habe jetzt in meinem Ruhestand solche Zeiten vor mir. Ich halte das bald nicht mehr aus. Ich halte es nicht aus. So, Leute. Wir hatten ja geplant, heute zu bleiben mit dem Quereinsteiger. Der Begriff Querdenker war von Anfang an Bullshit. Selbstdenker hätte es heißen sollen. Soll ich jetzt nichts biegen? Ja, stimmt. Querdenker ist halt eher so Rebell und Selbstdenker ist halt Selbstdenker, ne? Oh, okay. Wahrscheinlich ist die Feierlichkeit jetzt doch vorbei. Wir sehen dort nämlich, hoffentlich, wenn ihr das seht, einen Bergmann. Ja, ihr habt es gesehen. Ich will nicht zu lange belästigen. Hätte ich auch gerne gehabt. Ich glaube, ich hätte es mir verdient. Haben wir das gesehen? Nee, ich glaube nicht. Dann kriegst du oben, dann geht es. Ach, den erkauft man sich. Ja, die erkauft man sich. Ja, da gibt die Orden an Beteiligspender. Und wie viel kostet ein Imitat? Aber da hast du dann halt kein Originalbild mit Kretschmer und Co. Aber an die CDU, ne? Parteispenden. Okay. Der gute Sachsen-Milchmensch hat auch Orden gekriegt. Naja, aber die leisten was. Die leisten was fürs Land. Ich meine, die Hälfte kannst du dir ja von der Steuer wiederholen. Und die andere kriegt ja mit einer Orden wieder. Eine Orden hängt ja meistens noch Kohle. Hey, 25.000 Euro, das verdienen manche nicht mal brutto. Geschweige denn, was davon dann übrig ist. Eine Orden hängt auch Geld dran. Und selbst mit der Firma ist es schwer. Der eine gespendete Partei. Ja. Und dann die Orden, wo da aber auch Geld dran hängt. Okay. Ja, aber hier arbeiten viele. Also, die 25.000 kriegen die locker wieder. Okay, interessant. Ja. Du hast was unverteilt. Die verbrennt es bloß. Ja, die teilen es bloß um. Haben Sie noch Schicht gemacht? Nee. Wurde denn die Demo am DBI angemeldet? In der Tat ist die Kundgebung, würde ich eher sagen, angemeldet. Ja, ganz komisch. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ist angemeldet, in der Tat, von den Freien Sachsen, war erst beim TU Bergakademie-Gebäude Nähe Schlossplatz angemeldet und dann wurde es hierher ja, umgemeldet oder neu angemeldet und aufgelöst. Abspann, mach's gut. Ciao. Ciao, schönen Abend. Ich habe immer gearbeitet, also es gibt hier im Umkreis von 30 Kilometer keine Firma, wo sie mich nie hin. Ich war der richtige Hure, war ich hier. Scheißegal, das ist die Wahrheit. Ein Tag hier, 2 Tage dort. Es ist die Wahrheit. Also wenn ich mal wie jetzt eigentlich einen persönlichen Livestream mache, habe ich vorhin 48-Stunden-Livestream, hier die Ankündigung, Leute, kommst du mit rein. Aber dann hinterher brauchst du dann auch Sicherheitsleute, ne? Ja, werden wir organisieren. Wenn, am besten hier 5, 6, 7 Sixpacks hier. Die machen auch noch hier Handy. Naja, die stehen schon mal rum, wenn ein Gefahrenverzug sein könnte. Ja. Die armen Hunde, die machen auch bloß wieder Stunden hier. Die Kinder fragen, wie lange der mit dem Elektroauto laden muss. Ich bin kein Interviewer, aber es war eine gute Sache, eine richtig gute Sache. Ja, weil dort ist ein schöner BMW und da wird eben geladen an der Tanksäule, Zapfsäule, keine Zapfsäule, nee, das ist eher Bier vom Fass. Stundenlang, müsste dauern. Ja, stimmt, 1, 2 Stunden. Kommt ja auch drauf an, ob er es voll laden lässt. Oder nur ein bisschen, bis er weiterkommen kann. Bis nach Hause, bis nach Heißbrücke. Bis nach Heißbrücke, bis nach Hause.
Schön, der Micha aus Chemnitz ist jetzt weg. Na glaub mir, nicht rumbezahlen. Ja? Über Karte oder was? Der ist jetzt weggefahren, das heißt hier vorne, na gut, sind genug Leute mit Handys da. Jetzt müssen wir aber hier nochmal investigative Aufteilungen betreiben. Bleiben wir hier vorne oder gehen wir dahinter? Das ist jetzt die Frage. Das entscheidest du. Du bist hier Anführer. Ja, Livestreamer. Anführer ist nochmal ein bisschen. Vielen lieben Dank. Leute, spenden, spenden, spenden. Keiner lebt von Luft und Liebe. Ja. Ja, und ja, noch kann ich nicht sagen, dass ich 0 Euro im Monat brauche, schon alleine, um das hier zum Laufen zu bringen. Aber Leute, wir hatten das hier mal vorhin schon. Komm, pass auf, dein Mann spendet gleich. Ja, wenn die jetzt nachmachen. Ja, du musst morgen früh raus wegen Frankfurt. Achso, ja, okay. Gut, na, das wahrscheinlich jetzt erzählt im Stream. Stimmt, Frankfurt. Er hatte mir gesagt, er muss morgen 800 Kilometer fahren. Wir hatten nämlich kurz vorher telefoniert. Naja, die haben jetzt ein paar Minuten. Aber wir können eigentlich auch mal wieder hingehen. Wir brauchen Aufmerksamkeit. Also, wenn der dort oben rauskommt, dann kommt er auch hier vorbei. Ja, aber. Ich sag mal so. Deswegen da dort oben rum. Ja, es macht schon Sinn, dass er hier links hier rumkommt. Problem ist halt eben bloß, wenn du dort jetzt rausfährst und die meisten, die stehen links rum, können die auf die Straße rennen oder so, ne? Da fährst du eher dann doch rechts rum. Ja, okay, gut. Ja, ne? Ja. Den Herrn Aber hat es dann wirklich mal erwischt. Ich wurde schon mal im Livestream tatsächlich, bin ich beim Tivoli runtergegangen und schnell über die Straße und das war jetzt wirklich nicht irgendwie knapp, sondern da war Luft. Ne? Und anstatt, ich sag mal so, ich will jetzt nicht besonders behandelt werden oder bevorzugt, ne? Aber im Normalfall lassen Leute, andere Leute, gerade zu Zeiten wie Dezember, Kameramänner mal vor oder halt Vorrang, ne? Und genau, jedenfalls bin ich da unten dann sogar über die Straße schon gerannt und da war noch ein paar Meter und dann stand, dass das Auto, sag ich mal, 5 km/h abbremst, beschleunigt es um 5 oder 10 km/h. Ja, das ein Auto, was ich halt fast erwischt hätte dort, als ich über die Straße bin. Und es war halt on stream. Nee, kein LKW, es war Auto. PKW, genau. Ich habe LKW verstanden. Nee, ich meine, mein LKW wäre schon vielleicht tot gewesen, aber... Da wäre ich aber auch nicht rübergegangen wahrscheinlich. Ja, ich sag mal so, so eine Sachen gibt es eben auch. Aber gleichzeitig vorhin, ihr wisst ja, wo wir geparkt haben, da bin ich hier die, wie heißt denn die Straße? Von der Post Richtung Schlossplatz. Die Straße dort vorzu. Wo ich langgelaufen bin, wurde ich halt eben auch freudig von jüngeren Leuten eben angesprochen. Ach ja, aber. Ne, die ich eigentlich noch nie gesehen habe, so großartig, oder ich mich jetzt nicht erinnere. Weltbekannt, sagst du, in der ganzen Welt. Also ich meine, es gibt das und das halt, ne? Positive und negative Seiten. Also du warst bestimmt auf der Erbischen Straße. Wir müssen mal den Stadtplan von Freiberg gescheit durchgehen. Wir müssen ja das mal richtig reinhämmern. Bei der Namensbeschreibung, Straßen, da müssen wir noch ein bisschen oben. Ja, oder einfach das Maul halten. Nein. Das Ding ist, wenn du mir so ein paar Sachen nennst, wie, keine Ahnung, irgendein Laden da dort ist, dann weiß ich das. Aber die Straßen da, boah, ganz ehrlich. Da ist der Euro-Job. Ja. Job, nicht Job. Job, Job. Das ist die, was hab ich gesagt? Die Erbische Straße. Zuvor kommt die Poststraße und nach der Erbischen Straße die Burgstraße. Hm. Das ist alles eh Schlauch. Gut. Anstatt, dass es dieselbe ist. Das ist nicht dasselbe. Naja, für mich war es derselbe Weg. Ja, da gibt es keine Grenzen, ne? Ja. Ja, ist ja so. Es soll ja nie Grenzen geben. Also, links-grün. Ja, politisch korrekt. Ich passe mich nur an. Ich unterwandere eigentlich euch alle Leute hier.
Mit Inkompetenz. Achso, darf man ja nicht sagen. Links und Grün, die sind ja nicht ohne Grund dort, wo sie sind. Also im Livestream wurde gesagt, ich soll mal hinter Eingang gehen. Wo war das? Cody? Wo steht das Auto? Ich habe mir Auto vorgestellt. Ich muss bloß kurz schauen. 31%. Ich glaube, da wäre ich vorhin schon weggefangen worden, weil ich bin ja, ja direkt bei der. Da wäre ich vorhin schon weggefangen worden. Ich bin ja direkt bei der TU lang gelaufen. Nee, ich meine dort, wo ich lang bin, wo ich hierher gehört bin, da war ich ja bei der TU. Also wenn uns bis hierhin Kinder gefolgt ist, wird uns jetzt auch Kinder folgen. Oder? Andi fassen ja auch im Chat nee. Bestimmt. Bergmänner sind raus, also Bergmann ist raus. Ja. Na dann. Gut. Oder wollen wir nochmal nach vorne gehen? Nee, das machen wir so. Oh, schön. Leute, wir gehen. Ich gehe mit meiner Kamera und meiner Laterne. Darf ich den Namen sagen? Laterne. Nein. Okay. Keine Namen. Halt, stopp. Keine Namen. Vor allem vorhin, als ich hier angekommen bin, habe ich war ja übelst Schweiß durchbadet durch 5 Meter Rennen, weil die Polizisten hier mich nicht empfangen und meinen so, wissen sie, wo sie hin müssen? Coole Sache. Hammer. Sag doch, du bist stadtbekannt, weltbekannt. Warum soll der durch den Hintereingang abreißen? Weil es sich anbieten könnte, dass man dann nicht bei seinem Volk vorbei müsste. War der Bernd Arnold noch da? Ja, oder? Wir haben es nicht weggehen sehen. Der müsste ja auch hier in die Richtung gegangen sein. Ja. Chemnitz Stadtrat. Der ist hier lang. Der Bernd Arnold ist schon? Also 2 Chemnitzer Autos sind hier Heinstadt eingangs gekommen. Okay. Aber ich weiß, kennt die Leute nicht. Ja, wenn es ein Chemnitzer Kennzeichen war. Gut. Dann jetzt die Frage, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Aber ich meine, bevor wir jetzt noch länger dort rumsitzen, wir werden zu den Leuten gehen können. Okay, das ist ein Argument. Vor allem. Wir gehen volles Risiko. Richtig. Man hätte sogar wahrscheinlich unbemerkt reinkommen können ins Gebäude, weil da war auch so eine Leiter. Mit Kamera und auch nicht während des Livestreams. Ne? Aber wenn man wollte, man könnte dort. Aber wenn man dann einmal drauf ist, dann ouch. Dann wirst du, glaube ich, rausgeprügelt. Ich glaube, die haben auch schon so Videos. Ja, aber ob es live überwacht ist, und dann muss es ja auch erstmal gemeldet werden. Und die 3 Sekunden bist du auf jeden Fall schon mal auf dem Dach. Also wenn du es richtig angehst. Aber wir wollen ja hier auch, wie gesagt, dieses Gras hier, ne, das ist safe. Aber das, was auf der anderen Seite war, das war Betriebs- oder ist Betriebsgelände von DBI. Von daher dürfen wir ja da nicht hin. Warum ist extra schon ein bisschen weg positioniert? Trotzdem echt wenige, die sich den Vogel stellen. In der Tat. Ich weiß aber auch nicht, ob eventuell. Also von der Stadt sollen wohl einige wenige noch dort geblieben sein. Auf jeden Fall schöne Sache, dass ihr weiterhin zuschaut. In der Hoffnung, dass wir ihn noch sehen. Aber ich sag mal so: In Oschatz war es ja auch bis zum Ende so eine Sache. Sehen wir den oder sehen wir den nicht? Bloß in Oschatz war das Schöne, er ist zwar ungesehen reingekommen, durch den Hintereingang beim Lidl, weil er wahrscheinlich noch hamstern musste, aber dazu konnten wir uns sehr schön in die Mitte stellen, ne? Zwischen Vorder- und Hintereingang. Hier haben wir jetzt nicht das Privileg, insofern ich hier hinten rauskommen sollte, wo wir jetzt hingehen. Aber ja, gehen wir doch mal hin, weil mich interessiert das auf jeden Fall, wo das ist. Ich glaube, ich weiß wo. Aber ich glaube es eben nur. Ich glaube, du müsstest dann mal Google Maps und trotzdem einkaufen. Okay, eine Sekunde. Lass dich gerne noch weiterlaufen. Und vielleicht in mein Gesicht filmen. Okay, wo wollen wir denn hin? Hier. Ach, einfach nur hier hoch oder wie? Ey, das ist ja easy.
Also wenn das wirklich ein Aushang ist, dann weiß ich nicht, warum ich ihn bis jetzt noch nicht kannte, aber dann weiß ich auf jeden Fall, wo. Also die Frage, wie mache ich das hier? Meinst du hier, achso, kannst du jetzt nicht sehen? Ich laufe dir jetzt nicht vor der Linse, oder? Nee, musst du ja auch nicht. Man sieht dich auch nicht, wenn du hier schaust. Du meinst hier hoch oder wie? Nee, wo die Richtung ist, die Hauptrichtung weiß ich. Aber wenn wir dann an der Elisabeth vorbeifahren, ja. Da geht es dann irgendwo noch einmal. Okay. Warte mal. Ja, nehmen wir dann das Handy nochmal. Bitte? Nehmen wir dann gleich das Handy nochmal. Genau. Ey, das ist ja schön. Ja, in Oberschatz war es auch so. Und da wart ihr auch ausdauernd mit dabei. Ey. Es ist. Danke einfach, danke. Der ist mit einem Heißluftballon raus. Würdest du wahrscheinlich auch nicht sehen, ne? Wenn. Gut. Die Schafe sind zum Bärstadtfest. Ist möglich. Ich sag mal aber so, also ja, ja, aber reden wir da nicht von Schafen unter uns, sondern von den Schafen. Aber, Herr Aber, es gibt eben auch Leute, die haben gesagt, dem einfach keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Und von der Sicht her, ne, ich kriege hier eben den Daumen hoch gezeigt, sag ich mal, ist es auch eine Möglichkeit, mit dem Ganzen so zu verfahren. Nach dem großen Parkplatz links. Das Ding ist, wir können jetzt auch hochlaufen. Oder fahren wir? Okay. Genial. Leute, da muss ich mal ganz kurz die Kameralinse wahrscheinlich draufpacken. Ah, ich sehe es schon. Hier vom Pennymarkt. Das meiste hier ist wahrscheinlich nicht mal Kundschaft, sondern nur Leute, die hier zum Protest wollen. Die Frage ist halt, wenn wir da jetzt so hingehen, okay, also Leute, ich höre jetzt ganz kurz die Kameralinse drauf, wenn wir jetzt so hingehen sollten oder hinfahren und dort ist nichts an Polizei, ich glaube, dann sind wir wieder hierher. Wow! Mein Handy ist runtergefallen. okay. Aber nichts passiert. Zum Glück. Genau. Also Leute, wir haben hier noch eben ein Schwarzbild. Ach so, das ist jetzt bestimmt nicht. Dann müssen wir Radio ausmachen. Danke. Kein Problem. Geht nur darum, dass das hier nicht Copyright-Musik ist. Sieht man hier irgendwas vom Auto? Nee. Okay. Und genau, damit ihr wieder ein bisschen Bild habt. Bildhaftes Bild. Also wir wollen jetzt wissen, wie wir mit dem Auto dorthin kommen. Hast du noch an? Ja. Wenn man per Fuß laufen will, nach Freiberg. Danke für den Fahrdienst. B173, sagtest du? Ja, die geht ja dann hier lang, hinter. Jetzt ist ja der 173. Okay. Stream hakt sehr oft, okay? Ich nehme an, das ist kein Einzelfall, ist gleich wieder besser. Schlechte Verbindung, ach so, ja, mit dem Auto, okay. Okay, also aber hier an der Kamera zeigt es an, dass es eben am Livestream ist und ich sehe eben auch das Live-Bild. Ich glaube, ich muss die Kamera neu kalibrieren oder woran liegt das?
Genau, auf jeden Fall wird eben eine der nächsten Wochen auf jeden Fall so ein Livestream mal kommen, wo wir einfach durch Berlin fahren, schauen, was gehen dort so für eine Demos, dass man da eventuell hingeht und ja, aber mehr, wenn es dann soweit ist. Hier oben der Bärspaul. Der reiche Zeche. Ah, okay. Ob die den selber kennen, die Fahrer? Das scheint neu zu sein. Also dann würde er entweder noch vorne rauskommen oder die... Also hier geht es noch weiter und dann kommt man das Hintertor. Okay, verstehe. Also es ist wahrscheinlich, dass er doch vorne rauskommt. Das Auto ist schneller als die Verbindung. Ja, wahrscheinlich. Jetzt alles okay, okay. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückfahren, dass wir eventuell einen kleinen Hänger wieder haben werden. Oder wie es halt eben war. Aber gut, wir haben auf jeden Fall jetzt abgekehrt, okay, der muss dort vorne raus. Wenn wir jetzt nicht zu spät sind. Aber nehme ich nicht an, weil wenn wir zu spät sein sollten, dann sehen wir den noch, wie er wegfährt. Wir fahren mal die Dresdner Straße, oder? Hier direkt drauf. Jetzt nicht. Naja, wir würden dann einen Autokonvoi sehen, wenn der jetzt wegfährt. Ach so. Das meine ich. Ja, der wird ja, nehme ich an, nicht die Steigwege fahren wie wir. Kann es sein, der fährt über Tuttendorf, Konradsdorf. Ja. Hinten aus zur 173. Aber gut, hatten wir ja schon geklärt, dass es wahrscheinlicher ist, dass er so näher. Okay, haben wir nicht geklärt. Über die Dörfer kann er auch. Macht genauso viel Sinn, ja. Hier rechts sieht man das, ist auf jeden Fall der, nee, gerade waren noch ein paar Lücken, jetzt nicht mehr. Haben wir nämlich den Friedhof, oder nicht den, wir haben ja mehrere hier in Freiberg, aber. Dann an der Bushaltestelle B173 vom Kress stellen, okay. Wäre auch eine Option. Nee, wir wollen halt sehen, wie er dort rauskommt, ob da eventuell mit dem Protest eine Bedrängung sein sollte oder so, dann wäre es halt sinnvoll, das drauf zu haben. Wir können jetzt bei der Tankstelle hinstellen. Ja, wir gehen, also ich würde schon wieder dorthin wollen. Okay. Wir gehen so darum, eben wenn der jetzt schon wegfahren sollte, das ist überhaupt noch vor Ort, Fragezeichen. Ah, jetzt hängt der Stream wieder. Leute, nur noch 4G und nur noch ein Strich davon. So, mir wurde auf jeden Fall noch nichts geschrieben. Dass er irgendwie raus sei. Von daher gehe ich mal an, dass er noch nicht raus ist. Du und deine Fahrerin, ihr seid echt kultig. Der Stream ist Reality TV. Supi. Reality wahrscheinlich. Ja. Danke und leg auf. Stream läuft. Okay. Puh. Jetzt wird auch wieder 5G angezeigt. Ich meine, wenn ich auskenne mit dem mobilen Funknetz hier in der Freiberg Deutschland in der BRD, der wird wissen, okay, 5G ist nicht immer gleich 5G, aber es ist ein guter Ansatz, dass man Verbindung hat. Ja, und hier war mal eine Brücke, wo ganz oft, wir hatten ja letztes Jahr ganz, ganz oft hier diese Montagsspaziergang 18 Uhr Plakate oder Banner, die hier an irgendwelchen Brücken hangen, hier in Freiberg. Und nachdem hier zwei, drei Mal das irgendwie hing, zu einem Montag, war die Brücke auf einmal weg. Also, das wird wohl auch so bewusst gemacht worden sein, weil eben hier die Dresdner Straße, wie gesagt, rausgehen würde. Und da wahrscheinlich der ein oder andere LKW zu klein war, zu groß war. Oder irgendwie zur Vorbeugung, aber es war halt lustig, dieses Zusammenspiel. Genau, hier vorne die Jakobikirche. Hier direkt hinter den Gebäuden.
Guten Abend, bitte Richtung Tuttendorfer Weg. Ja. War das die Straße da davor oder war das da, wo es die Häuser hochgeht? Beim Penny dort hochzu? Nee, musst du weiter vor, da geht es dann rechts ab zu den. Zu Konradsdorf, also Tuttendorf, Konradsdorf. Achso, okay. Ich muss mal kurz schauen, hatte ich jetzt die. Hatte ich jetzt nicht die Kappe davon? Hier sind keine Protestler. Wäre jetzt lustig. Ich habe vergessen. So, deswegen. Ich finde es einfach lustig. Und ich finde es anscheinend auch noch ein bisschen schön, wenn er hier dran bleibt. Genau, fahren wir wieder dort, wo wir waren. Oder? Wie du willst, wir können dort doch lieber fahren. Weil hier ging ja auch ein Weg hoch. Ich weiß nicht, ob dort irgendwie man hinter dem Gelände ist. Hier hoch geht der Weg, aber ich weiß nicht, wie weit du mit dem Auto kommst. Ja. Das ist dann mehr Waldweg und da kannst du nur mit dem Fahrrad. Ja, organisiert zwei Räder und wir sind dort oben. Also es ging nur darum, weil... Soll ich hier wieder abstellen, oder? Würde ich sagen, ja. Ich muss mal eben bloß ganz kurz schauen, dass ich hier... Ich weiß eben nicht, wo ich die Klappe hin habe. Wahrscheinlich ist die eben unter meinem Arsch. Da ist sie doch gut aufgehoben. Ja, aufgehoben, ja. Mir geht es nur darum, wenn wir jetzt aussteigen, dass ich nicht unbedingt zeigt, wo wir parken. Welches also das Ganze hier ist. Muss ja auch nicht sein. Für den Fall der Fälle... Gut. Heb mal dein Bobo, ich guck mal drunter. Ob die Kappe. Warte, ich stell's hier hin. Nee. Oder habe ich es in den Rucksack getan? Da hätte ich jetzt gerne eine zweite Kamera. Damit wir das auch noch richtig mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wie ich das Handy hier wieder ranbekommen soll. Leute, ich glaube, ich habe es richtig kaputt gemacht. Gut, ich muss noch kurz schauen, wie ich das Ganze jetzt so gestalte. Weißt du, was jetzt im Chat stand? Nee. Es gibt keinen Hinterausgang dort. Die Fahrerin wollte nur mit ihr alleine sein. Keine Dinger hier. Ich weiß aber, dass es einen gibt. Ach stimmt, ich kann doch auch eigentlich, wenn ich ganz schlau bin. Na, okay, das war dumm. Einfach mal hier ganz dunkel stellen, dann sieht man auch nicht, wo wir sind. Da hätte ich da vorne auch nicht die Klappe drauf machen müssen. Hast du? Nee, noch immer nicht. Aber das ist jetzt auch erstmal für den Livestream nicht so ganz wichtig. Sag mal, kann ich hier mal irgendwie das ordentlich drauf bekommen? Ich meine, ich lasse das auch ab, aber das gehört an die Kamera. Also warum würde ich künftig eine zweite Kamera, wenn ich irgendwo unterwegs bin? Der Simon, der macht hier seine Kamera kaputt, währenddessen der unterwegs ist. Okay, wir haben gleich wieder ein Bild. Aber, jetzt kann ich sehen, wie ich das richtig drauf machen muss. Nein, so wieder drauf anscheinend. Gut, aber ich will euch ja nicht hier länger langweilen. Deswegen gehen wir jetzt wieder los. Und haben nach einigen Metern auch wieder Licht. Also da vorne scheint noch alles wie zuvor zu sein. Ja. Haben wir nicht viel verpasst, wir haben aber was ausgeschlossen. Also, wo er raus kann.
Das heißt, wir müssten ihn sehen. Mit genug Ausdauer. So muss ein Livestream sein. Leute, ihr seid auch klasse. Hey, Erik, grüß dich. Grüß aus Eppendorf. War er schon da? Er ist drinnen beim DPI-Gebäude. Oder gehen die jetzt? Ist er doch nach rechts gefahren? Wo kommen uns jetzt so viele entgegen? Oder ist das hier... Sind es noch ein paar Leute, die... Gut. Na, ein paar kommen uns entgegen. Aber gut. Gehen zum Stadtfest. Bei mir eine Bildstabilisierung für die Kamera. Und eben, wenn man den Livestream sieht, denkt man sich, okay, hat er wirklich eine Stabilisierung? Weil wenn ich das Ganze hier so anlehne, an meinen Körper ist das nicht ganz so schlau eigentlich. Wir müssen mal eben auf dem Boden halten. Wir laufen hier mal auf der Wiese. Dann müssen wir es auch nicht. Also sprich, wenn hier der Abgang sein sollte, dann sehen wir ihn. Ach, Anzugträger, okay. Das müssen welche sein, die dort auch drin waren. Bei welcher Veranstaltung auch immer. Vielleicht waren noch mehrere dort. Ich meine, Freitagabend. Das kann schon mal sein. Ja. Ich glaube, die eine, die war vorhin, die geschaut hatte, was geht draußen ab. Jedenfalls verfolgt Herr Aber immer sein Ziel, sehr hartnäckig der Boy. Schönen guten Abend an alle. Alfie, grüß dich. Hey, Alfie. Zu spät. Ist er weg? Nee. Zu spät. Kannst du bis 22 Uhr warten? Ja, hallo. Hi. Info von drin oder? Oder ist jetzt nur so gesagt? Ist angemeldet bis 22 Uhr. Wo kommst du her? Die Kundgebung oder jetzt hier drinnen? Sind alle noch drinnen? Okay. Ja, die machen oben Musik, die haben oben Musik. Bis um 10. Ach, nee, das mach ich nicht. Danke für die Info, man sieht sich. Ja. Du machst wieder Nüff. Mal schauen. Ich werde Rücksprache halten. Okay. Hammer wäre, wenn der MP doch in der Prüferstraße war. Also wenn sie das hinbekommen haben, dann, auch wenn ich jetzt keinen Hut mit habe, aber dann würde ich jetzt echt meinen Hut ziehen. Also, ne, dann muss ich sagen, hat er sich's wirklich verdient, dass er hier bei der Abfahrt nicht, ja, wie sagt man, begrüßt, verabschiedet wurde. Ich meine, 22 Uhr an sich, na ja, gut. Soll auch noch mit den Akkus gehen. Bis dahin. Mein Problem ist halt eben nur, dass jetzt den Livestream so lange noch laufen lassen. Ich meine, wenn es safe ist, dass er nicht vor 22 Uhr, ne, losmacht, dann sage ich, okay, wir machen den Livestream jetzt noch an einer anderen Stelle weiter. Gehen in Richtung Bärstadtfest. Vielleicht ist der Bernd Arnold noch da, hoffentlich. Auch wenn schon zwei Chemnitzer Autos weggefahren sind. Was ein Versteckspiel. Du bist asynchron, wirklich? Es tut mir leid, das wurde vorhin schon mal geschrieben, ganz zu Beginn. Aber wir müssen mal schauen. Nee, der wird wahrscheinlich... Habt ihr jetzt abgebaut? Ja. Okay, danke. Mach's gut. Schönen Abend noch. Okay, nee. Doch, da hinten ist er noch. Okay, Leute. Da habe ich jetzt... Doch, ich muss richtig sehen, oder? Da muss er sein. Es wäre ja mal mega geil, wenn wir jetzt noch einfach aufs Bärstadtfest gehen können. Schönen Abend noch. Ja, da ist er, da ist er. Irgendwann kriegen wir ihn. Aber der Penner weiß, dass ihr da wart. Ja. Ich, Sekunde. Wie komme ich jetzt hier rein? Okay. Wir fragen den Bernd Arnold, ob wir jetzt noch mal eventuell darüber schlendern. Er nimmt eben selber noch ein Video mit auf.
Müssen wir mal schauen. Weil sonst kann das doch irgendwo. Wir klinken uns mit ein. Sein. Hallo. Ich wollte Hallihallo. Warte mal, Video beenden. Mach. Ich bin noch dabei. Ja, und da wollte ich jetzt noch mal den Wahnsinn ein bisschen erklären. Aus der Atomenergie raus, aus der Kohle aus. Und jetzt merkt man auf einmal in Chemnitz, muss man dazu sagen, da ist ein Kohlekraftwerk umgerüstet worden, mehr oder weniger. Und ab dieses Jahr, eigentlich hätten sie noch ein paar Jahre Zeit. Und da gibt es solche Gasmotoren, aus denen man dann, ist ein Motor, der betrieben wird, allerdings von, also mit Gas. Und dort wird Strom draus gemacht. Und vorher war es ein Kohlekraftwerk. Und ja, unter den politischen Erscheinungen oder Randerscheinungen, dass auf einmal jetzt kein Gas mehr da ist. Also der Herr Habeck hat heute schon Alarm geschlagen. Und ja, das ist dann schon alles ein bisschen eigenartig. Aber in der Politik muss man auch ein bisschen vorausschauend Gesetze oder irgendwelche Sachen planen und planen können. Aber Wahnsinn. Deswegen der Begriff Wahnsinn, was hier in der Politik los ist, hier in Deutschland. Aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Habt ihr ja bestimmt alle auch mitbekommen, aber naja. Also ich werde jetzt mein Video mal beenden und macht's schön gut. Man hört und sieht sich natürlich auf der Straße. Tschüss. So. Jetzt habe ich meins beendet. Perfekt. Und also, direkt ins nächste rein. Ja. Erstmal lassen wir am Abend einfach ein Bild für die Götter. Richtig. genau, folgendes. Ich bin heute nicht alleine hier. Das heißt, ich müsste noch mal schnell nachfragen. Mhm. Also, ich hatte jetzt gehört, 22 Uhr ne? Ist die Veranstaltung drin angemeldet. Mhm. Das heißt, so eine 10 Minuten, Viertelstunde also vorher hat, eventuell wieder hier sein. Wir hätten jetzt eine Stunde Zeit, wenn du Bock hast. Nee, also ich habe mich jetzt entschieden. Also meine zwei Leute, die ich von Chemnitz mitgebracht habe, die warten schon. Okay, dann werden wir nicht weiterreden. Wir machen nach Hause. Und außerdem ist heute mein letzter Urlaubstag. Ja, haben wir ja vorhin schon eigentlich gesagt. Ich wollte nur investigativerweise, ne? Alles klar. Ja. Kuni, also, dann bis dahin. Man hört und sieht schön, dass sich du hier warst. Und macht's schön gut, haltet zusammen und man sieht sich auf der Straße. Oder irgendwo anders, aber Hauptsache man trifft sich. Also mit gesundem noch ganz kurz. Pro Chemnitz warst du, oder? Hm. Okay, da haben wir es jetzt also mal geklärt. Also pro Chemnitz, Freie Sachsen. Da hat die Vivian recht gehabt. Die Vivian 512 TV war vorhin im Chat. Gerne. Danke dir. Macht's man sieht sich. Komm gut nach Hause. Ja, und hab's ja nicht so weit wie du. Klasse. Perfekt. Danke. Tschüssi. Tschüss. So, das heißt, ich werde mich hier noch mal ganz kurz hinsetzen. Und jetzt ganz kurz mit euch reden. Das Handy ganz kurz rausholen. Ja, und zwar ist mir leider drinne die Halterung fürs Handy kaputt gegangen oder irgendwie abgefallen vom Gimbal. Irgendwann kriegt man den Sack. Gut. Liebe Grüße, ich bekomme jetzt mein Abendessen an den PC, damit ich weiter zuschauen kann. Eieiei. Franz Peter. Ach, Franz Peter, hey, geile Sache. Grüß dich. Du bist doch derjenige, den ich eben denke, wir müssen auch mal wieder was gemeinsam machen. Irgendwann kriegt man sie alle. Kretschmer sitzt irgendwo, schaut Herr Aber auf YouTube und wartet auf den richtigen Augenblick. Ich glaube, so wichtig bin ich ihm nicht. Ja, es ist ja auf jeden Fall geplant, wenn der irgendwo ist, was und wie. Super R2 auf jeden Fall. Zusammenhalten ist das Ziel, da sagt er was richtig. Simon, du bist echt voll der Liebe. Du strahlst das richtig aus. Vielen lieben Dank, die gute Angie. Herr Aber, mach Schluss. So viel Aufmerksamkeit verdient er nicht. Er hat Angst vor seinem Volk. Die Sache ist halt jetzt so. Ich selber, ich will nicht sagen, traue mich nicht, aber finde es nicht angemessen, wenn ich alleine rumgehe auf dem Bärstadtfest und dort filme. Ja, ich meine, Film für ein Video ja, aber Livestream, ihr wisst Bescheid, da sind so ein paar Sachen, die kann man auch nicht rausschneiden, wenn die passieren. Das gehe ich vorher ein, muss dann aber niemand anders antun.
wenn der sich nicht... Wie dunkel bin ich denn? Wenn man zumindest nicht wie die Andi-Fahr sich irgendwo in Leipzig zum öffentlichen Interesse macht. Nur ich, ja, lassen wir das. Ne? War ich gerade TV, ich denke, den kennt ja auch jeder. Von daher, den Livestream werden wir jetzt nicht bis 22 Uhr hier halten können, ne, um das nochmal zu filmen. Eine Aufnahme werde ich auf jeden Fall machen, wenn ich das zumindest abgeklärt bekomme, mit dem ich jetzt hier bin. Das heißt, es könnte noch ein Video online kommen, oder zumindest habe ich das Video dann für mich, um das halt an richtiger Stelle dann zu verwenden. Ne? Ich meine, im Endeffekt, ich kann den Livestream jetzt beenden und einfach auch wiederum löschen, ne? Theoretisch gesehen. Aber weiß nicht, ich will das nicht so richtig. Was meint ihr? Ne? Ich meine, klar, ich bin nicht alleine dann auf einem Werkstatt fest, wenn ihr mit dabei seid, aber ihr seid dann nicht vor Ort da. Das ist halt meine Bange, die ich meinte. Danke für den Livestream. Komme aus Sachsen-Anhalt und speziell entspannt nach 12 Stunden Arbeit auf meinem Balkon. Boah, 12 Stunden Schicht ist auch nicht so geil. Manchmal geht es aber nicht anders. Riesen Respekt auf jeden Fall. Also weiß nicht. Ich habe hier das jetzt dran. Wir machen es so. Ich bin nochmal 2 Minuten weg. Eventuell habe ich eine innovative Idee, wie wir das Ganze noch live halten können. Andernfalls verabschiede ich mich dann jetzt gleich. Bis gleich, erstmal. So, nach einem investigativen Gespräch hat sich jetzt herausgestellt, dass ich den Livestream beenden werde für den heutigen Tag bzw. Abend. Okay, muss ich das jetzt verstehen, was da war? Nee, anscheinend nicht. Ich würde mich freuen, wenn du live bleibst. Na okay, eigentlich ist es Primetime, ne? Das ist eigentlich auch wiederum dämlich. Deswegen ist ein Bärstadtfest macht keinen Sinn, da bräuchten wir jetzt irgendwelche Themen, über die ich labern kann. Labern, rababern. Ansonsten ist es sinnlos. Nee. Aber ich werde den Stream jetzt beenden und entweder kommt dann noch ein Video oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann den Kretschmann noch filmen werde. Danke auf jeden Fall fürs dabei sein und dabei bleiben, den ganzen Stream über. Ich werde dann nachher nochmal schauen, dass ich nicht zu viel missgelabert habe im Stream. Ob er dann online bleibt oder nicht. Vielen lieben Dank auf jeden Fall und sinnvoller wird es nicht. Ich wiederhole mich schon wieder. Von daher, ne? Was sagt man? Auf Wiedersehen.
Achso, und dann noch diesen typischen YouTuber-Effekt.